Die Ereignisse der letzten Tage haben mein Weltbild erschüttert und mich entmutigt und verwirrt zurückgelassen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass ich diese Ereignisse in meinem Kopf ordnen muss, dass ich gezwungen bin, die schrecklichen Dinge, die ich gesehen habe, zu strukturieren, damit ich sie besser verstehen kann, damit mein Geist zur Ruhe kommt, ein Bedürfnis zu quantifizieren, was genau geschehen ist. Es war reiner Zufall, dass ich einen gewissen John R. traf. Es war Frühling und die ersten Krokusse kämpften gegen die letzten gefrorenen Fesseln des Winters an. Ich recherchierte gerade für einen Artikel, den ich für eine, sagen wir mal, nicht ganz so seriöse Publikation schrieb, als ich mich für einen Abend in einem kleinen Dorf in den Highlands wiederfand. Die ganze Tortur war gelinde gesagt frustrierend und ermüdend. Ich sollte an diesem Abend nach Glasgow zurückkehren, um meine Notizen abzutippen und den Nebel zu vertreiben, der meine Schreibaufträge oft begleitet. In einem winzigen Dorf mit nur einer Straße und einem Gasthaus, das aussah, als wäre es seit dem Mittelalter nicht mehr renoviert worden, festzusitzen, war nicht gerade ein gemütliches Zuhause für mich. Vor allem nach ein paar Wochen ständiger Reisen, endlosen Gesprächen und mehr als einer unruhigen Nacht in einer schäbigen Frühstückspension. Eine Stadt weiter hatte es einen kleinen Erdrutsch gegeben, der es dem örtlichen Bus unmöglich machte, seine Fahrt fortzusetzen und, was für mich noch wichtiger war, mich in Sicherheit zu bringen. Nach mehreren Telefonaten, in denen ich versuchte, alternative Reisemöglichkeiten zu finden, wurde mir klar, dass ich bis zum Morgen nirgendwo hinkommen würde. Das verschlafene Gasthaus, welches liebevoll The Layard of Dungorth genannt wurde und mit seinen verzogenen Holzbalken und der ebenso knarrend wirkenden Kundschaft so aussah, als könnte es jeden Moment über mir zusammenbrechen, sollte mein Zuhause für die Nacht sein. Nachdem ich mit dem Besitzer, einem großen, spitz zulaufenden Mann in den 50ern, gesprochen hatte, wurde mir freundlicherweise ein kleines Zimmer im Obergeschoss zugewiesen, in dem offensichtlich seit einiger Zeit niemand mehr geschlafen hat. Und geputzt wurde hier wohl auch nicht. Dennoch waren die Leute nett genug. Und nach einem einfachen, aber genussvollen lokalen Essen setzte ich mich in einen gemütlichen Sessel am alten, offenen Kamin in der Bar und beschloss, die Langeweile mit ein paar Pints lokalem Bier und einer Flasche Wein zu vertreiben. Die Flammen tanzten vor mir herum, und als der Abend näher rückte und die betäubende Wirkung des Alkohols einsetzte, war ich eigentlich ganz zufrieden, fast froh, in einer so rustikalen Umgebung zu sein. Das Dorf war zwar etwas trostlos, aber gegen den kalten Wind draußen und den sich verdunkelnden Himmel hatte das Gasthaus durchaus seinen Reiz. Ich weiß nicht, wie lange er dort schon gesessen hatte, wie hypnotisiert von der Wärme unter dem Kaminsims und einigen Gläsern Rotwein. Aber es wurde deutlich, dass sich ein weiterer Gast zu mir gesellt hatte. Er saß mir gegenüber in einem breiten, ausgefransten Sessel auf der anderen Seite des Kamins und starrte in die flackernden Flammen. Er hatte ein seltsames Gemüt. Äußerlich schien er relativ jung zu sein. Wahrscheinlich Anfang 30, aber seine Erscheinung war von einer Zerbrechlichkeit durchdrungen, die man bei einem Mann seines Alters normalerweise nicht erwarten würde. Sein Gesicht glühte im Schein des Feuers und trug Sorgenfalten, die eine innere Unruhe verrieten. Seine Augen waren unscharf und glasig, und seine Hände zitterten leicht, als er sie an der brennenden Glut wärmte. »Gibt es ein Problem?« Ich hörte die Worte, nahm sie aber erst wahr, als sie wiederholt wurden. »Entschuldigen Sie bitte, gibt es ein Problem?« Der Mann sprach mich scharf an und ich war überrascht, als ich merkte, dass ich ihn schon seit einigen Minuten angestarrt hatte. »Nein, ganz und gar nicht«, antwortete ich entschuldigend. »Ich dachte, ich hätte Sie erkannt.« Als er sich zu mir umdrehte, zeigte sich in seinem Gesichtsausdruck ein Ausdruck des Unglaubens über meine offensichtliche Lüge. Aber zum Glück nicht ohne einen kleinen Rest von guter Laune. »Ich entschuldige mich, wenn ich ein wenig schroff zu Ihnen war«, sagte er. »Es ist nur so, dass ich es satt habe, dass mich die Leute hier so anstarren.« Am Ende seines Satzes erhob er die Stimme und warf einen weiten Blick auf die wenigen verstreuten Trinker und Schleicher, die das Lokal bevölkerten. Ich spürte, dass die Anwesenden seinen Blicken ausweichen wollten.
Wir unterhielten uns dann etwa eine Stunde lang. Sein Name war John R. und er war ein Makler für Landerwerb aus London. Er behauptete, ein Grundstück in der Nähe zu begutachten, das ein ortsansässiger Bauer an Bauträger verkaufen wollte. Aber ich spürte sofort, dass es ihm nicht behagte, über seine Arbeit zu sprechen. Tatsächlich lenkte er den Fokus des Gesprächs schnell auf mich, mein Job, mein Leben, meine Familie, einfach alles, was mit mir zu tun hat. Es war, als ob er unsere Gespräche unbedingt fortsetzen musste. Ein offensichtlich gescheiterter Versuch, seine Gedanken von einer verborgenen Angst abzulenken. Jedes Mal, wenn ich versuchte, eine Frage über ihn oder sein Leben zu stellen, antwortete er entweder mit einem oder zwei Worten oder ignorierte sie ganz und ging schnell zu einer eigenen Frage über. Schließlich nahm das Gespräch seinen Lauf, wie so oft, wenn es nur einen wirklichen Teilnehmer gibt, und für einen Moment saßen wir in relativer Stille. Die einzigen Geräusche kamen von ein paar Einheimischen, die die Bar stützten, und dem gelegentlichen Klirren leerer Gläser, die vom Besitzer gewaschen und gereinigt wurden. Im Pub war es jetzt merklich dunkler geworden, und das meiste Licht kam von ein paar kleinen Deckenlampen und dem Feuer, das den ganzen Abend über knisterte und flackerte. Ich drehte mich zu einem der Fenster nach draußen und sah dort nichts als Dunkelheit. Dann kamen die Worte aus meinem Mund, ohne dass ich nachdachte oder mich anstrengte. »Warum sollten die Leute dich anstarren, John?« Es gab eine lange Pause, in der ich ihn ansah, während ich auf eine Antwort wartete. Seine Augen waren auf den Boden gerichtet, aber sein Gesicht war von Sorge gezeichnet. Ich erwartete keine tiefgründige Antwort angesichts der Kürze seines vorangegangenen Gesprächs und trank daher weiter meinen Wein, als er plötzlich in einem düsteren Tonfall antwortete. »Sie wissen es alle, aber sie haben nicht den Mut, darüber zu sprechen.« Zu den wenigen noch in der Kneipe befindlichen Mittrinkern gewandt, rief er dann, »Sie haben alle Angst.« Die Reaktion des Wirtes und seiner Gäste war ungewöhnlich gedämpft. Sie schienen Johns Anschuldigung völlig zu ignorieren und nur das kurze Zögern einer Bewegung oder eines Gesprächs beweist, dass sie den Ausbruch überhaupt gehört hatten. Ich hatte eine solch heftige Reaktion nicht erwartet, aber in diesem lauten Ruf lag Verzweiflung, Wut und Frustration. Dann sah er mich direkt an mit einer Mischung aus Angst und Herzschmerz und öffnete den Mund, als wolle er erneut sprechen, bevor er dann wieder zögerte. Ich spürte, dass der Mann sich in seinem Innersten wünschte, endlich eine Last loszuwerden, als ob sich eine giftige Information in seine Seele hineinbohrte. Als Schriftsteller wurde meine Neugierde durch die Möglichkeit einer spannenden Geschichte geweckt, die ich vielleicht sogar als Grundlage für einen zukünftigen Artikel oder eine Geschichte verwenden könnte. In der Erwartung, dass sie jetzt nur noch den kleinsten Anstoß brauchte, um sich mir anzuvertrauen, beugte ich mich vor und flüsterte voller zwiespältiger Gefühle, »Was ist denn?« Ich spürte, dass ich im Begriff war, etwas Wichtiges zu erfahren, doch angesichts seines Zitterns und seiner ängstlichen Haltung fürchtete ich, was das sein könnte. Ein weiterer Augenblick verging und es war, als ob der ganze Raum in eine greifbare Stille versunken wäre, während die Anwesenden aus düsteren und wenig einladenden Ecken lauschten. Dann sprach er, »Wenn Sie so freundlich wären, Ihren Wein mit mir zu teilen, würde ich es Ihnen gerne sagen«, sagte er mir leise. Er brauchte es nicht zweimal zu sagen. Ich erhob mich umgehend von meinem Stuhl und bat an der Bar um eine zweite Flasche und ein Glas, das ich mit meinem Begleiter nun teilen wollte. Es gab ein merkwürdiges Zögern, als der Wirt beides aus dem Regal hinter sich holte und vor mir abstellte. Als ich zu meinem Platz zurückkehrte, wusste ich, dass die Anwesenden mich nun beobachteten. Und ich spürte in all meinen Knochen, dass ihre Blicke etwas Unangenehmes an sich hatten. Schattenhafte, anklagende, angstbesetzte Blicke. Ich schenkte ein Glas Wein ein, von dem John in einem einzigen klebrigen Schluck trank. Ein Anblick, den ich gut kannte, wie der eines Mannes, der eine bösartige Krankheit ertränkt, die in ihm immer und immer weiter brennt. Nachdem ich ihm ein weiteres Glas eingeschenkt hatte, stellte ich die Flasche zwischen uns und wartete darauf, dass er seine Geschichte erzählte. Nachdem er einen Moment lang auf sein Getränk geschaut hatte, hob er den Kopf und starrte mich aufmerksam an, während das Feuer knisterte und brannte.
Dann begann er, als würde er eine Last von seiner Seele vertreiben, mir alles zu erzählen. Ursprünglich hatte John vorgehabt, nicht mehr als ein paar Tage im Dorf zu verbringen. Auch wenn er den ganzen Tag von London aus unterwegs war und der Abend den Biss des schottischen Winters mit sich brachte, wollte er so schnell wie möglich loslegen. Je schneller er fertig war, desto schneller würde er zu Hause sein. Als Mitarbeiter einer großen Immobilienfirma war es seine Aufgabe, reiche Kunden bei der Suche nach Bauland zu unterstützen. Die Person, die er damals vertrat, war besonders daran interessiert, ein Stück Ackerland mit schöner Aussicht zu erwerben, auf dem sie ein großes Ferienhaus für ihre Familie bauen wollte. Das betreffende Grundstück war vor kurzem von einem örtlichen Landwirt auf den Markt gegeben worden, der aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in eine schwierige Lage geraten war. John wurde daher beauftragt, das Grundstück zu bewerten und einen Preis auszuhandeln, der auf den Empfehlungen einer Gruppe von Gutachtern basierte, die in der Woche zuvor vor Ort gewesen waren. Nachdem er bei The Laird of Dungorth eingecheckt hatte, fuhr er mit seinem Auto zu der Farm, die nur wenige Meilen außerhalb des Dorfes lag. Das gesamte Gebiet bestand aus großen, weitläufigen Feldern, auf denen Getreide angebaut wurde und Tiere weideten. Ein paar Waldstücken und gelegentlich einem Fluss oder einem sprudelnden Bach. Die Verhandlungen waren relativ einfach. Der Landwirt, ein älterer Mann namens Dale, brauchte so schnell wie möglich eine Finanzspritze, um den Rest des Hofes am Laufen zu halten, während der Käufer von dem potenziellen Kauf begeistert war und das Geschäft schnell abschließen wollte. Unabhängig davon war John immer vorsichtig, wenn es darum ging, ein Geschäft abzuschließen, bevor er selbst einen Blick auf das Land geworfen hatte. Im Laufe der Jahre hatte er sich den Ruf erworben, genau das zu liefern, was der Kunde wollte, ohne böse Überraschungen nach dem Kauf, wie zum Beispiel Landabzüge oder andere Planungsprobleme. Obwohl ihm die Vermessungsarbeit nicht besonders viel Spaß machte, war er durchaus in der Lage, alles zu erkennen, was zu einem späteren Zeitpunkt Schwierigkeiten bereiten könnte. Aber trotz dieser gründlichen Einstellung hoffte er, vielleicht schon am nächsten Tag wieder in der Stadt zu sein, wenn denn alles gut gehen sollte. Der Farmer Mr. Dale erklärte sich freundlicherweise bereit, ihm mit dem Traktor auf das Land zu fahren, und nicht ohne ein leichtes Gefühl der Reue hörte John dem alten Mann zu, der ihm die Geschichte der Gegend, die Verbundenheit seiner Familie mit ihr und die Gründe, warum es ihm so wichtig war, den Ort zu erhalten, schilderte. Aber Geschäft ist Geschäft, und das Geld, das Dale mit den beiden fraglichen Feldern verdienen würde, würde ihm einen beachtlichen Geldsegen bescheren. Hoffentlich genug, um ihm zu helfen, den finanziellen Sturm zu überstehen. Die Nacht brach schnell herein und John war froh, dass die holprige und unbequeme Fahrt nicht allzu lange dauerte. Nach kurzer Zeit hielt Dale den Traktor an und deutete auf die beiden angrenzenden Felder, die er verkaufte. Die nächste halbe Stunde stapfte John in seinen Stiefeln durch den Schlamm und das Gras und machte Fotos von den Stellen, an denen seine Kunden zu bauen gedachten, während er die Notizen des Vermessungsteams durchging und sie mit seinen eigenen Beobachtungen verglich. Dale hatte keine Lust, ihn bei der Vermessung zu begleiten, und so stand er am Rande eines geschotterten Weges und schaute verzweifelt zu. Als John endlich fertig war, fiel sein Blick auf einen Hügel in einiger Entfernung, von dem aus man die ganze Gegend überblicken konnte. Er schien unbewohnt zu sein und die einzigen Merkmale, die ihn auszeichneten, waren Wald- und Wiesenflächen. Trotz seiner Entfernung schien der Hügel den Horizont zu dominieren und ohne es in Worte zu fassen, hatte er das Gefühl, dass er irgendwie besonders oder einzigartig war. Als er zum Traktor zurückkehrte, zeigte er auf ihn, aber Dale schien nicht bereit zu sein, über dieses Thema zu sprechen, und beantwortete alle Fragen dazu mit eisigem Schweigen. Es war Johns Aufgabe, ein Portfolio von Grundstücken zu führen, von denen er glaubte, dass sie für Kunden von Interesse sein könnten. Und mit dem, was ihm wie eine wunderschöne Aussicht auf die Landschaft erschien, wäre es etwas, das es wert wäre, für die Entwicklung bewertet zu werden. Besonders für einen reichen Geschäftsmann, der die schottischen Highlands liebte. Auf dem kurzen Weg zurück zur Farm sah sich John gezwungen, immer wieder einen Blick über die Schulter auf den Hügel zu werfen. Und er war fest überzeugt, dass sein beruflicher Instinkt ihm sagte, er solle ihn definitiv genauer untersuchen.
Nach einiger nerviger Hartnäckigkeit gab Farmer Dale schließlich sein Schweigen auf und sprach kurz über das Thema mit offensichtlicher Geringschätzung für das ungewöhnliche Wahrzeichen. Auf die Frage, wem es gehöre, ob vielleicht Dale selbst der Besitzer sei, antwortete der Farmer nur spöttisch: »Niemandem gehört der Ort. Und niemand geht dorthin.« Viel mehr wollte er nicht sagen. Aber bevor John zum Gasthaus aufbrach, legte ihm der Bauer beruhigend die Hand auf die Schulter und riet ihm, den Hügel in Ruhe zu lassen. Er sei gefährlich. Und er hoffe, dass er nie wieder davon sprechen müsse. Dale schien sich zwar vor jeder Erwähnung zu fürchten, doch der vorherrschende Eindruck war, dass der alte Mann von einer tiefen Traurigkeit beherrscht wurde, die man an dieser Stelle besser in Ruhe lassen sollte. So sehr ihn die Warnung des Farmers auch faszinierten, es war nicht das erste Mal, dass John mit dem Aberglauben der Einheimischen in Berührung kam, auf den er natürlich nie hörte, sonst hätte er im Laufe der Jahre vielleicht ein paar gute Grundstücke oder Immobilien verloren. Die Geschichten, mit denen die Einheimischen ihn unterhielten, schienen sich immer um ältere, abgelegenere Teile Großbritanniens zu drehen. In der Vergangenheit hatte man ihm Lügengeschichten über verlassene Häuser erzählt, die mit dem Makel einer mörderischen Tat behaftet waren. Oder über Wälder, die aus Angst vor dem, was in ihnen lebte, nicht abgeholzt werden sollten. Aber ausnahmslos war nie etwas Unerwünschtes geschehen. An den Mythen war nichts dran. Und obwohl er den Berichten über Spuk und seltsame Wesen, die sich in den Mooren und auf dem Land herumtrieben, gerne zuhörte, hatte er bei seiner Arbeit wenig Zeit dafür. Solche Geschichten waren eine unterhaltsame Ablenkung, aber abgesehen von der Unterhaltung am Lagerfeuer erfüllten sie kaum einen Zweck. Als er ins Gasthaus zurückkehrte, war er müde und wollte unbedingt ins Bett gehen, in der Hoffnung, am nächsten Tag noch etwas erledigen zu können. Doch bevor er sich in sein Zimmer zurückzog, beschloss er, noch einen kleinen Schlummertrunk an der Bar zu nehmen. Der Wirt schien sehr freundlich und froh zu sein, dass jemand dort übernachtete, da das Gasthaus aufgrund seiner Lage oft recht leer war. Aber sein freundliches Verhalten änderte sich drastisch, als er den Hügel erwähnte. Ähnlich wie Dale schien auch der Wirt nicht bereit zu sein, nähere Informationen darüber zu geben. Und er gab seine eigenen warnenden Worte von sich, wobei er den schlechten Boden als Grund anführte, es dabei zu belassen. Aus den dunklen Ecken des Raumes kam Geflüster und subtile Meinungsverschiedenheiten, da die Anwohner durch Johns Fragen beunruhigt schienen. Niemand sprach ihn an, aber er war sich ihres Unbehagens durchaus bewusst. Seine als Scherz gemeinte Bemerkung, man könnte meinen, auf dem Hügel spukt es, löste nur Schweigen aus. Die Geräuschlosigkeit hinterließ bei John ein unangenehmes Gefühl. Schnell trank er sein Getränk aus und ging auf die Treppe zu seinem Zimmer zu. Doch da berührte ihn plötzlich eine junge Frau, kaum aus dem Teenageralter heraus, sanft an der Schulter und flüsterte ihm ins Ohr. »Bitte gehen Sie nicht auf den Hügel. Da kommt nie jemand zurück.« Der Wirt, der sich in Hörweite befand, schimpfte kurz mit dem Mädchen, wandte sich dann ab, während er ein Bierglas reinigte, und sagte in gestottertem Ton: »Schlafen Sie gut, Sir. Ich hoffe, Sie können Ihre Geschäfte morgen abschließen und schnell nach London zurückkehren.« Für John klang das eher wie eine Warnung als wie ein einfaches »Gute Nacht«. Am nächsten Tag stand er früh auf und machte sich auf den Weg nach unten, um erneut vom Hausherrn begrüßt zu werden. Aber der Mann blieb relativ ruhig, was John seltsam fand, da er bei seiner Ankunft ein recht gesprächiger Kerl gewesen sein schien. John tat seinen Gastgeber als einen weiteren Menschen ab, der den Morgen nicht mag, nahm ein leichtes Frühstück zu sich und machte sich dann auf den Weg zurück zur Farm, um den Kauf von Dales Land abzuschließen. Während er die ruhigen Landstraßen entlangfuhr und die beeindruckende Landschaft selbst bei bedecktem Himmel bewunderte, kam die Farm in Sicht, aber in der Ferne war auch der Hügel zu sehen. Er hatte den Eindruck, dass der Hügel mit seiner krummen Struktur, die sich in der Ferne an das Dorf anlehnte, ein wenig dominanter und imposanter wirkte als am Vortag. Aber er schüttelte diese Gefühle schnell wieder ab und hielt sie für die Nachwirkungen der Stadtbewohner und ihres Aberglaubens. Und doch hatte dieser Ort etwas an sich.
Da er nur noch ein paar Verwaltungsaufgaben zu erledigen hatte, hoffte John bis zum Mittag fertig zu sein und dann die lange, 7- oder 8-stündige Fahrt zurück nach London anzutreten, um noch ein paar unerledigte Dinge zu erledigen, bevor er seiner üblichen Routine nachgehen würde. Auf seinem Schreibtisch in seiner Wohnung stand eine 30 Jahre alte Flasche Whisky, aus der er sich nach Abschluss eines wichtigen Geschäfts ein Glas einschenkte. Dazu gab es 1 oder 2 Zigaretten, die einzige Zeit, in der er rauchte, da er sich nicht darauf verlassen konnte, dass er der Gewohnheit nicht erlag. Ein Essen zum Mitnehmen und den nächsten freien Tag, an dem er tun konnte, was er wollte. Das waren die Momente, die er am meisten genoss. Der Abschluss eines Geschäfts und eine kleine Pause, bevor er wieder in einen anderen entlegenen Winkel der britischen Inseln geschickt wurde. John saß in Farmer Dales Cottage und genoss die Gemütlichkeit des Hauses und seine antiquierte Einrichtung, die ihn an das Haus seiner Großmutter aus seiner Kindheit erinnerte. Viele der Verkleidungen waren original und er war sich sicher, dass vieles in dem Haus schon seit unzähligen Generationen existierte. Dale selbst schien besser gelaunt zu sein als am Vortag und machte seinem Gast eine Tasse Tee und ein Sandwich, während John den letzten Papierkram erledigte. Während der alte Farmer mit einem Kessel und 2 Tassen in der Hand herumhantierte, warf John einen Blick durch ein nahegelegenes Fenster und bemerkte, dass das Haus selbst auf den namenlosen Hügel in einigen Meilen Entfernung hinausblickte. Ohne darüber nachzudenken, erwähnte er beiläufig, dass auch die Leute im Gasthaus sich davor zu hüten schienen. Nachdem er John seinen Tee gegeben hatte, setzte sich Dale an das Ende des Küchentisches und rührte nachdenklich in seiner Tasse umher. Es herrschte wieder eine ähnliche Stille wie am Abend zuvor. Und trotz der gemütlichen Umgebung fühlte sich John erneut unwohl. Schließlich wich dieses beunruhigende Gefühl der Verärgerung. Warum sollte er nicht einfach fragen, warum die Leute solche Angst davor hatten? Das war doch nur Aberglaube. Und es war verrückt zu glauben, dass sich die Menschen in der heutigen Zeit immer noch so leicht von einfachen Geschichten beeinflussen lassen konnten. Nachdem er mit dem Gedanken gespielt hatte zu schweigen, brach John schließlich das Schweigen selbst. »Mr. Dale, ich möchte nicht unhöflich sein, aber seit ich im Dorf angekommen bin, scheinen sich die Leute in Bezug auf diesen Hügel seltsam zu verhalten. Und sie behandeln mich, als hätte ich ein Verbrechen begangen, nur weil ich ihn erwähnt habe. Vielleicht haben sie das ja getan, erwiderte er. Vielleicht hättest du ihn gar nicht erwähnen sollen, mein Sohn. Bei allem Respekt, ich wollte nur wissen, wem es gehört, weil ich dachte, es könnte gut für die Gegend sein, ein aufregendes Immobilienprojekt eben. Grundstückserschließung, spottete Herr Dale. Das Einzige, was man mit diesem Ort machen sollte, ist, den Boden mit Salz zu bestreuen. Es ist nur ein Hügel. Nur ein Hügel. Der alte Bauer brach ab und blickte aus dem Fenster auf das unangenehme Thema ihrer Diskussion. Mr. Dale, sagte John, diesmal etwas leiser. Ich war schon an vielen landschaftlich reizvollen Orten im Vereinten Königreich. Ich weiß, dass es so manche Gegenden Geschichten gibt, dass sie einen schlechten Ruf haben oder einfach nur ein wenig beängstigend erschienen. Aber nach meiner Erfahrung habe ich noch nie einen Ort gesehen, der nicht auf einen einfachen Aberglauben zurückzuführen wäre. Ich werde es sogar beweisen. Was beweisen, Junge? Sagte Mr. Dale plötzlich besorgt. Ich habe Lust auf einen Spaziergang, bevor ich nach London zurückfahre. Ich denke, ich werde mir das mal ansehen. Der Farmer stand abrupt auf und wirkte nun mehr ängstlich als wütend. Seine Oberlippe zitterte und er hatte das Aussehen eines Mannes, der eine zerstörerische Menge an Stress vor der Außenwelt verborgen hatte, die nur darauf wartete, sich zu entladen. »Sie dürfen da nicht hingehen«, rief er. »Bitte, Mr. Dale, ich wollte Sie nicht beleidigen.« Johns Gedanken drehten sich nun wieder um das anstehende Geschäft, und da noch nichts unterzeichnet war, wollte er es nicht durch seine Neugierde gefährden. Wie sollte er das schließlich seinem Kunden erklären? Der alte Mann sackte in seinen Sitz zurück, während seine Augen glasig wurden, als würde er einen verlorenen Kampf gegen einen Ansturm schrecklicher Erinnerung führen. »Ich habe meinen Sohn an diesem Ort verloren«, sagte er und brach ab. »Oh Gott«,
Das tut mir furchtbar leid, Mr. Dale. Bitte nehmen Sie meine Entschuldigung an. Lassen Sie uns die ganze Sache einfach vergessen. Nein, es ist nicht Ihre Schuld. Der alte Bauer lächelte mit sorgenvoller Miene über den Tisch. Niemand spricht über meinen Jungen. Das darf ich auch nicht. Die Einheimischen denken, dass das Sprechen über ihn und die anderen noch mehr Unglück über das Dorf bringt. Nach einer kurzen Denkpause brach er zusammen und sagte, er war ein guter Junge. Wir sind nicht dafür gemacht, unsere Kinder zu verlieren. Er vergrub den Kopf in seinen Händen und begann unkontrolliert zu schluchzen. John wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte nur anbieten. Es tut mir so leid. Gibt es irgendwas, irgendetwas, das ich tun kann? Dale wischte sich die Tränen aus den Augen und lehnte sich traurig in seinem Stuhl zurück. Nach ein paar tiefen Atemzügen beruhigte er sich und sprach dann. Seine Stimme bebte vor zurückhaltender Emotion. Niemand weiß, wann es angefangen hat. Und niemand weiß, warum. Was hat angefangen? Fragte John, dessen Mitgefühl nun von seiner Neugierde übermannt wurde. Ich bin in diesem Dorf aufgewachsen. Und selbst als ich ein Junge war, hatten die Leute keine Ahnung. Sicher, sie sprachen von alten Geschichten, von einem Streit zwischen zwei mächtigen Familien, der hunderte von Jahren zurücklag. Dale beugte sich vor und kratzte sich an den grauen Bartstoppeln am Kinn, bevor er fortfuhr. Aber niemand kannte ihre Namen. Zumindest niemand, der bereit war, über den Hügel zu sprechen. Die Urkunden für das Land liegen wahrscheinlich im Safe eines Anwalts und der Besitzer lebt irgendwo in Saus und Braus, ohne zu wissen, welchen Preis wir alle dafür bezahlt haben. Es muss doch eine Aufzeichnung über die Besitzer geben, oder? Da bin ich mir sicher, Junge. Aber du wirst hier niemanden finden, der sich dafür interessiert. Im Laufe der Jahre hat der eine oder andere die Warnung ignoriert und sich dorthin gewagt. Meistens waren es Kinder, die sich gegenseitig herausforderten. Aber sie kommen nie wieder zurück. Dale rutschte unbehaglich auf seinem Sitz hin und her, als ihm erneut die Tränen in die Augen stiegen. Mein Junge, er hat nicht zugehört. Und genau wie die anderen ist er hochgegangen und dann war er weg. Du bist ihm doch sicher nachgegangen, oder? Fragte John ungläubig. Ja, das bin ich. Ich habe versucht, dort hinaufzugehen, aber meine Frau und die anderen Kinder waren von ihrem Kummer so gebrochen, dass sie mich vom Fuß des Hügels zurückzogen. Sie wussten, dass es mich mitreißen würde. Ihr eigener Sohn hätte also dort oben sein können, verletzt im Sterben liegend, und sie sind ihm nicht nachgegangen? Nur wegen eines dummen Aberglaubens? Die Vorstellung, dass Mythen und Lügen zum Tod eines kleinen Jungen hätten führen können, macht mich wütend. Doch, ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Nachdem John diese Worte aussprach, schämte er sich bereits dafür, dass sie seinen Mund verlassen hatten. Dale flog plötzlich über den Tisch, packte seinen unwillkommenen Gast am Kragen und schlug ihn gegen den alten Ofen. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Schrie Dale und seine Stimme erschütterte John bis ins Mark. Für einen alten Mann war er immer noch so stark wie ein Ochse. Für einen kurzen Moment dachte er, der Farmer würde ihn schlagen, aber dann löste Dale seinen Griff und drehte ihm den Rücken zu. Wenn man noch drei weitere Kinder hat und eine Frau, die untröstlich wäre, dann sollte man es sich vielleicht zweimal überlegen, ob man da wirklich hinaufgeht. Außerdem haben ein paar Jungs aus dem Dorf meiner Frau geholfen und niemand wollte mich gehen lassen. Nicht, weil sie sich um mich sorgten. Naja, vielleicht taten es einige. Aber hauptsächlich war der Grund, weil sie in ständiger Angst vor diesem Ort leben, vor dem, was dort oben ist. Dass es herunterkommen und uns allen einen Besuch abstatten könnte. Der alte Farmer rückte seinen Stuhl zurecht, kritzelte seine Unterschrift auf die restlichen Papiere und bat John dann zu gehen, was dieser auch tat, nachdem er sich noch einmal entschuldigt hatte. An der Tür verabschiedeten sich die beiden Männer höflich und Dale fügte lediglich hinzu: Es gibt hier ein altes Sprichwort. Am besten sollte man es in Ruhe lassen. Es wäre klug, darauf zu hören.
Obwohl John durch die sprunghafte Reaktion des alten Bauern auf seine Frage erschüttert war, war er sich sicher, dass er den Hügel besuchen wollte. Da er wusste, dass die Dorfbewohner versuchen würden, ihn davon abzuhalten oder sogar körperlich daran zu hindern, war er fest entschlossen, sofort vom Hof dorthin zu fahren. Als er sich auf den Weg machte, dachte er, dass dies vielleicht etwas Gutes bewirken könnte. Er könnte ihnen die Angst vor diesem Ort nehmen, aber es war eher seine Hartnäckigkeit, die ihn jetzt antrieb. Er wollte beweisen, dass er im Recht war, und wenn er dabei ein Stück Land entdeckte, das sich perfekt zur Bebauung eignete, war es umso besser gewesen. Der Weg dorthin war mühsamer, als er zunächst angenommen hatte. Es gab zwar eine kleine Landstraße, die zum Fuß des Hügels führte, aber sie war offenbar von den Dorfbewohnern abgesperrt worden. Große Betonplatten, rote Ziegelsteine, alte Holzpfähle und andere weggeworfene Materialien waren kurzerhand an beiden Enden der Straße abgeladen worden, so dass die Zufahrt mit dem Auto unmöglich und zu Fuß nur unter großen Schwierigkeiten möglich gewesen wäre. Als er sah, was die Einheimischen alles tun würden, um zu verhindern, dass jemand den Berg betritt, verspürte John einen immer stärkeren Drang, den Gipfel zu erreichen und dann ins Dorf zurückzukehren, um den Leuten unten mitzuteilen, wie lächerlich sie sich gemacht hatten. Nachdem er sein Auto an einem der versperrten Eingänge abgestellt hatte, kletterte er mühsam über den Schutthaufen, wobei er gut darauf achtete, sich nicht an den hervorstehenden Gegenständen zu schneiden, und machte sich dann auf den Weg zur Straße. Einen Moment lang dachte er darüber nach, was er am Hang finden könnte, und darüber, dass es durchaus möglich war, die grimmigen Überreste eines früheren Besuchers zu entdecken. Ein Gedanke, der ihn kurzzeitig an seinem derzeitigen Vorgehen zweifeln ließ. Die Straße war gerade breit genug für ein einzelnes Auto, und sie war offensichtlich schon seit einiger Zeit den Elementen ausgesetzt, denn die Oberfläche war mit großen Schlaglöchern übersät und stellenweise bedeckten Schlamm- und Schotterablagerungen den Asphalt. Als der Hügel in Sicht kam, fiel ihm auf, dass er viel größer zu sein schien, als er angenommen hatte. Aus der Ferne wäre er von einer schnellen Wanderung zu seinem Gipfel ausgegangen, aber als er die Steigung sah, die sich von ihm wegwölbte, wurde ihm klar, dass er wahrscheinlich etwa 2 Stunden brauchen würde, um den Gipfel mühsam zu erreichen. Und das auch nur, wenn er einen Weg oder zumindest einen guten Fußabdruck finden würde, den er als Trampelpfad nutzen kann. Als er auf die Uhr sah, war es bereits früher Nachmittag, aber er glaubte, dass er noch genug Tageslicht haben würde, um es bis zum Gipfel zu schaffen und dann auch wieder sicher zurück zum Auto es schaffen würde. Dort angekommen, begann er, einige der merkwürdigen Merkmale des Wahrzeichens zu bemerken. Es stand ganz allein, ohne begleitenden Hügel in der Umgebung, als wäre es in Isolation belassen worden, abgeschottet vom Land selbst. Seine Steigung schien noch ausgeprägter als in der Ferne, asymmetrisch, auf bizarre Weise leicht zur Seite geneigt, und seine Oberfläche war mit vereinzelten Baumgruppen bedeckt, während wilde und ungezähmte Ansammlungen von langen Gräsern, ein Gewirr von totengelben Strähnen, die von den grünen Trieben erfolgreicherer Stämme umarmt oder erdrosselt wurden, ringsumher wuchsen. Am meisten überraschte ihn, dass es einen von Menschenhand angelegten Weg gab, der zum Gipfel hinaufführte und den er natürlich in diesem Fall mit Freude entdeckt hatte. Dieser Pfad war von dem Ansturm des drahtigen und spindeldürren Grases verschont geblieben, das eigentlich alles andere verschlungen hatte. Einen Moment lang dachte John, dass dies alles ein Scherz war und dass er das Opfer eines ausgeklügelten Streiches wurde, denn der Weg sah so abgenutzt aus, als wäre er schon oft benutzt worden. Doch dann mischte sich ein viel dunklerer Gedanke in sein rationales Empfinden. Und zwar, dass der Hügel selbst sich nach innen neigte, um Besucher anzulocken und sie zu einem unbekannten Ziel zu führen. Er verwarf diesen Gedanken schnell wieder und ging einfach weiter. Ein altes Tor versperrte ihm den Weg. Es war aus Holz, hatte aber offensichtlich schon einige Zeit dem schottischen Wetter getrotzt, denn seine Oberfläche war teilweise von grünem Moos und Schimmel zerfressen. Als es sich knarrend öffnete, trat John über die Schwelle und als sich das Tor hinter ihm schloss, lief ihm ein Schauer über den Rücken, begleitet von einem leichten Übelkeitsgefühl in seiner Kehle.
Wäre er selbst abergläubisch gewesen, hätte er gesagt, dass der Ort schlecht sei, die Luft scheine faul zu sein, aber er ließ sich von solchen Gedanken nicht so leicht beeinflussen. Es war wahrscheinlich, dass etwas, das er gegessen hatte, ihm nicht bekommen war, als dass der Hügel sich selbst auf seine Nerven auswirkte. Vermutlich war alles nur Einbildung bzw. ein abergläubisches Unbehagen von ihm. Er wanderte den Pfad hinauf und versuchte, sich so gut wie möglich zu beeilen. Der Gedanke, in der Nacht auf unsicheren und ungesehenen Füßen wieder hinabzusteigen, gefiel ihm ganz und gar nicht. Und da der Nachmittagshimmel bereits etwas dunkler war als am Mittag, marschierte er entschlossen den Hügel hinauf, gespannt darauf, die Aussicht von oben zu genießen. Die Steigung nahm leicht zu und mit ihr auch die sporadische Natur seiner Umgebung. Das lange Gras hatte alles außer dem Weg in Beschlag genommen, und als er gelegentlich von Baumgruppen flankiert wurde, konnte er verstehen, warum die Einheimischen einen solchen Ort fürchteten. Das Schilf aus abgestorbenem Gras und Efeu, das jeden Stamm umgab, ließ auf eine bösartige Absicht schließen. Einige der Bäume waren sogar umgestürzt und hatten ungewöhnliche Positionen in steilen Winkeln eingenommen, als wären sie mit dem Kopf in die Erde gestoßen worden, gebrochen von den Fingern des Grases, die sich wie ein echter Leviathan an den Holzschalen geklammert halten. Aber auch wenn die Vorstellung fantastisch war, irgendwie fühlte sich der Hang in der Tat falsch an. Unnatürlich an manchen Stellen. Und als John ihn hinaufstieg, begann eine Kälte seine Arme hinaufzukriechen. Er war schon früher gewandert und in seinem Beruf hatte er oft die Wildnis durchqueren müssen, während er Land begutachtete. Aber das hier fühlte sich anders an. Es war, als ob das Land statt dem Wetter die Temperatur beeinflusste und so fiel es ihm zunehmend schwer, die bedrückende Atmosphäre des Hügels zu ignorieren. Er hielt einen Moment inne, rieb sich hastig die Arme, um sich zu wärmen, und hielt inne, um seinen Fortschritt zu begutachten. Er war erstaunt, wie weit er tatsächlich geklettert war. Er war nicht länger als 20 Minuten gelaufen, aber wenn er in die Richtung schaute, aus der er gekommen war, musste er mindestens die Hälfte des Hügels erklommen haben. Aber wie konnte das sein? Bei jeder Bewertung der Größe des Hügels schien er die vorherige Schlussfolgerung zu widerlegen. Es war, als wäre der Ort irgendwie verzerrt. John lachte in sich hinein, weil er sich von dem Eindruck seiner Umgebung so mitreißen ließ. Doch die Stille beunruhigte ihn. Keine Vögel, kein raschelndes Gebüsch voller Kaninchen, Füchse oder gar Insekten. Tatsächlich fühlte sich der ganze Hang wie tot an. Nein, nicht tot, dachte er, sondern in den Fängen des Todes selbst. Es war jedoch Winter und vielleicht hätte er die scheinbare Sterilität der Landschaft erwarten sollen, aber die Stille beunruhigte ihn dennoch. Dann fiel ihm ein weiteres ungewöhnliches Phänomen auf. Eine Ungereimtheit. Etwas, das seiner eigenen Erinnerung, seinen eigenen Fähigkeiten widersprach. Der Weg dahinter war nämlich jetzt anders. Beim Klettern war John erstaunt gewesen, wie überwuchert der Hang im Vergleich zu dem Pfad war, der nach oben führte. Das ließ ihn vermuten, dass er vielleicht regelmäßig benutzt wurde, aber als er den Hügel hinunterschaute, schien er nun von den wandernden Händen der Natur verschlungen zu sein. Vielleicht nicht vollständig, aber sicherlich in einem viel größeren Ausmaß als zuvor. Das Gras wogte über ihn hinweg, während sich Büsche und Bäume in der Nähe anlehnten, was auf ein zerklüftertes Terrain hindeutete, als ihm zunächst aufgefallen war. Und doch lag der Weg klar vor ihm. Während er die Welt draußen und unten betrachtete, wirkte alles irgendwie weit weg, fast künstlich. Die Farben waren nicht mehr so lebendig, die Wiesen, die Täler bevölkert hatten, hatten ihre Lebendigkeit verloren. Und der Himmel selbst fiel in einem Licht zu Boden, das John nur als falsches Licht beschreiben konnte. Er hatte Mühe, die unwillkommenen Gefühle zu verdrängen, die er erlebte. Und während er eine Zeit lang weiterging, kehrte beim Aufstieg die Übelkeit zurück, die er beim ersten Betreten des Hügels empfunden hatte. Die Kälte, die seine Gliedmaßen umhüllt hatte, hatte sich wie eine Krankheit ausgebreitet, war in sein Inneres eingedrungen und hatte ihn bis auf die Knochen durchfroren.
John hatte sein Bestes getan, um den Gipfel zu erreichen. Aber er war kein Narr. Er wusste, dass kein Monat verging, ohne dass in den Nachrichten über einen unerfahrenen Wanderer oder Bergsteiger berichtet wurde, der auf einem abgelegenen Berg verschollen war. Und obwohl der Berg eine scheinbar bescheidenere Aussicht darstellte, war er nun bereit, die Niederlage zu akzeptieren. Ja, sie sogar zu begrüßen. Die Umgebung fühlte sich bedrohlich an, und seine derzeitige körperliche Verfassung reichte aus, um den Rückzug anzutreten. Obwohl er den Gipfel nicht erreicht hatte, beschloss John, dass es ausreichen würde, den Aberglauben zu widerlegen, wenn er es nach seinem Aufenthalt auf dem Berg zurück ins Dorf schaffte. Vielleicht würde er im Sommer zurückkehren, um das Land zu begutachten, wobei er seine Entscheidung eher als Aufschub, denn als Eingeständnis des Scheiterns betrachtete. Er wollte sich nicht mit dem Gedanken beschäftigen, dass die Einheimischen vielleicht doch irgendwie recht haben konnten. Natürlich musste es Beweise für sein Abenteuer geben. Er holte ein Fotohandy aus seiner Tasche, mit dem er seine Arbeit dokumentierte, und begann zu zittern, als ihm wieder einmal ein eisiges Gefühl durch die Arme kroch, das den Wunsch in ihm erweckte, sich am Feuer im Gasthaus zu wärmen. Mit ein paar künstlichen Klicks fotografierte er den umliegenden Hügel, dann nahm er scherzhaft ein Bild von sich selbst auf und zwang sich zu einem Lächeln mit einem Gewirr aus Gras und Bäumen als Kulisse. Was er sah, als er die Bilder begutachtete, jagte ihm ein Schauer über den Rücken. Die ersten Fotos der Gegend fielen wie erwartet aus. Aber das letzte verriet etwas durch die Büsche hinter ihm. Etwas, das wie ein Gebäude aussah. In Johns Kopf regte sich der Impuls, wegzulaufen, diesen Ort zu verlassen, aber er war fasziniert von der Vorstellung, ein verstecktes Bauwerk zu finden, das durch die Barriere aus Blättern, Ästen und Legenden von der Außenwelt abgeschirmt war. Er atmete tief ein und schlich leise durch das verdrehte Gras, wobei er die Blätter eines großen, tiefhängenden Baumes zur Seite zog. Dort auf dem Hügel, wo die Einheimischen sich nicht hintrauten, lag etwas, das wie eine alte Kapelle oder Kirche aussah. Ein kleiner Kirchturm ragte in den Himmel und große Glasfenster, von denen viele zerbrochen waren, zierten die Hülle des grauen Steingebäudes und zeugten von besseren und glücklicheren Tagen. Johns Herz raste bei diesem Anblick. Vielleicht war dies der Grund, warum der Hügel mit Aberglauben und Mythen behaftet war. Eine alte, verlassene Kirche war sicherlich ein fruchtbarer Boden für Schauergeschichten. Doch die Kirche selbst konnte seine eigenen Gefühle der Vorsicht nicht vertreiben. Als er eine Schicht aus Blättern, Gras und Efeu durchbrach, konnte er nicht anders, als seinen Nerven zu folgen. Schweiß tropfte ihm über das Gesicht, während sein Herz in einem unruhigen, instabilen Rhythmus Blut pumpte. Er hatte immer noch die Absicht, den Hügel zu verlassen. Aber als er sich dem steinernen Torbogen näherte, der die Kirchentür in seinen Inneren schützte, vermutete er, dass die Einheimischen seiner konventionellen Erklärung, warum die Menschen diesen Ort fürchteten, aufgeschlossener gegenüberstehen würden, wenn sie wüssten, dass er drinnen gewesen war. Ohne das Innere der Kirche zu sehen, konnten die Dorfbewohner wieder einmal Geschichten und Unwahrheiten über das Verborgene spinnen. Die Tür war aus dunkelbraunem Eichenholz mit zerkratzten schwarzen Zierstreifen aus Metall, aber leider schien sie verschlossen zu sein. John gab ihr ein paar kräftige Stöße mit den Händen und dann öffnete sie sich überraschenderweise mit einem lauten Ächzen unzähliger Jahre. Die Tür ging leicht auf und schuf einen Raum, der gerade groß genug war, dass er hindurchschlüpfen konnte. Als er durch den Spalt spähte, konnte er sehen, dass der Boden der Kirche mit herabgefallenem Mauerwerk vom darüberliegenden Dach bedeckt war. Hinter der Tür war eine große Ansammlung von Steinen aufgetürmt, deren gemeinsames Gewicht die Tür geschlossen gehalten hatte. Und obwohl sie teilweise nachgegeben hatten, boten sie immer noch genug Widerstand, um zu verhindern, dass sie sich vollständig öffnen ließ. Kalte, muffige Luft strömte aus dem Inneren. Es roch abgestanden und nach Stein, der längst verlassen war. Ein Moment lang überlegte John, was er tun sollte. Ein so altes Gebäude, das jahrzehntelang, wenn nicht gar jahrhundertelang, dem Verfall preisgegeben war, konnte sich als gefährlich erweisen.
aber der Wunsch brannte noch immer tief in ihm, zu beweisen, dass er mutig alles gesehen hatte, was zu sehen war. Er wollte beweisen, dass es dort keine Geister oder Gespenster gab, sondern nur Fragmente einer vergessenen Geschichte. Er nahm sein Handy heraus, steckte die Hand durch den Türspalt und machte ein paar Fotos mit dem Blitz. Das Licht beleuchtete die gesamte Halle im Inneren und zeigte, dass sie mit Schutt von einem offensichtlich baufälligen Dach gefüllt war, aber im hinteren Teil des Raumes lag etwas, das eine Art Altar zu sein schien. Von seinem Standpunkt aus sah es so aus, als wäre er aus Stein, der auf einer erhöhten Stufe ruhte, die mehrere Meter hoch war. Über dem Altar fiel John eine Inschrift auf, die in die Rückwand eingemeißelt war. Aber leider konnte er die Schrift vom Eingang aus nicht entziffern. Seufzend wusste er, dass die einzige Möglichkeit, sie zu lesen, darin bestand, hineinzugehen. Die Sorge, sich zu verletzen oder von etwas, das von oben herab fiel, eingeklemmt zu werden, war übermächtig gewesen. Aber seine Neugierde war jetzt in vollem Gange und sein Enthusiasmus verdrängte sowohl das Übelkeitsgefühl in seinem Magen als auch die eisige Erstarrung seiner Extremitäten. Nachdem er noch einmal über die Risiken nachgedacht hatte, beschloss John, so leise wie möglich zu sein, um das Risiko eines Einsturzes zu verringern. Er musste nur nachsehen. Er holte tief Luft und schaffte es mit etwas Mühe, sich durch die Öffnungen das dunkle Innere zu zwängen. Mit Hilfe einer kleinen Lampe auf der Rückseite seines Handys konnte er seine Umgebung nun besser erkunden. Die Luft war deutlich kälter und brannte in seinem Hals, als er einatmete. Und obwohl er erwartet hatte, dass der Innenraum aufgrund der vielen Steine, die für den Bau des Gebäudes verwendet wurden, kühler sein würde als der Außenbereich, fühlte sich die Kirche in Wirklichkeit eher wie eine Krypta als ein Ort der Anbetung an. John ging so vorsichtig wie möglich vor und versuchte, die großen Trümmerhaufen auf dem Boden nicht zu stören oder zu verschieben, während er das Dach über sich stets im Auge behielt, da er befürchtete, dass er bei jedem lauten Geräusch ein Stück Mauerwerk auf ihn hinabfallen lassen könnte. Das Ausmaß der Schäden wurde nun deutlich, und gelegentlich durchdrang ein kleiner Lichtschimmer die Dunkelheit, der aus einigen offenen, wundenartigen Löchern über ihm drang. Dennoch blieb es in der Halle erstaunlich düster. John fand das merkwürdig, denn er hatte das Gefühl, dass das Innere um ihn herum irgendwie besser hätte sichtbar sein müssen. Es war, als würde das Licht von den dunklen Ecken der Halle absorbiert, aber er tat diesen Gedanken sofort als Hirngespinst ab und nannte seine ausufernde Vorstellungskraft als einen guten Grund, seine Nerven im Zaum zu halten. Isolierte und unbekannte Umgebungen können selbst den rationalsten Verstand trüben. Das wusste er. Nachdem er über zwei beträchtliche Schutthaufen geklettert war, wobei er darauf achtete, mehreren großen, scharfkantigen Holzstücken auszuweichen, die darunter hervorlugten, befand er sich schließlich im hinteren Teil der Kirchenhalle. Dort befand sich der Altar, ein aus Stein gehauener Tisch, der von aufmerksamen und hingebungsvollen Händen geglättet worden war. Es war leicht, sich vorzustellen, wie furchterregend ein Priester aus dem finsteren Mittelalter gewirkt haben musste, der dort oben stand und aus einer unaufgeklärten Position heraus furchterregende Geschichten über Verdammnis und dämonische Mächte, die die Seelen der Schwachen heimsuchen, erzählte. Ein Gefühl der Begeisterung und Aufregung erfüllte Johns Gemüt. In der Nähe von etwas zu stehen, das einen so tiefen Sinn für die Geschichte hatte. Und doch zog er vorsichtig die Möglichkeit in Betracht, dass der Altar von eben diesem Hügel abgebaut worden war, herausgerissen aus einer Ablagerung von Gestein tief in der Erde, geboren aus Prozessen, die weit älter waren als die Menschheit selbst. Aber der Nervenkitzel einer so alten und seltenen Entdeckung ließ die Gedanken schnell wieder verschwinden. Er war so fasziniert von dem Objekt, dass er beinahe eine kleine offene Tür rechts vom Altar übersehen hätte, die eine Treppe hinunter zu einer unterirdischen Kammer zu führen schien, möglicherweise ein Gewölbe oder eine Gruft. Ihn schauderte bei dem Gedanken an das, was dort unten lag, und er wusste, dass er sich trotz seiner Skepsis nicht dorthin wagen würde. Aber Glaube hin oder her, unter dem Boden eines offensichtlich verfallenen Gebäudes herumzuwandern, wäre eine sehr schlechte Idee gewesen.
Er richtete den schmalen weißen Lichtstrahl seines Telefons auf den hinteren Teil der Halle und warf ein schwaches, aber willkommenes Licht auf eine Reihe staubiger Stufen, die zur Plattform des Altars hinaufführten. Eine natürliche Anordnung, von der aus ein Priester oder Prediger vor Hunderten von Jahren seinen Gottesdienst abgehalten hätte. Aber dennoch hatte sie wenig Natürliches an sich oder ihrer Unterbringung. Wieder begann ein schleichendes Unbehagen in ihm aufzusteigen, als er sich vorstellte, wie ein glühender und zorniger heiliger Mann über allem stand und einer zusammengekauerten, verwirrten und verängstigten Gemeinde kryptische und verhängnisvolle Gleichnisse uralten Ursprungs zurief. Als er sich auf die Plattform begab, um die Inschrift an der Rückwand genauer zu studieren, wurde seine Aufmerksamkeit unglücklicherweise von dem unübersichtlichen Boden abgelenkt, als sein Fuß über einen zerbrochenen Stein stolperte, der auf den letzten Stufen lag. Er stolperte abrupt nach vorn und schlug mit der Schulter schmerzhaft gegen die Kante des Steinaltars, bevor eine Hand von ihm ausgestreckt war und seinen Sturz auf dem kalten, harten Boden der Plattform abfing. Das Geräusch seines Sturzes hallte durch das ganze Gebäude und prallte von den Wänden bis zum Dach zurück. Eine Sekunde lang glaubte er, ein schwächeres Geräusch zu hören, das von irgendwoher kam, nah und doch irgendwie fern. Als Antwort darauf stürzte ein kleines Trümmerstück von oben herab, schlug auf dem Boden auf und drohte mit einer Reihe von schwereren und tödlicheren Antworten, die noch kommen würden. Erleichterung durchströmte seinen Körper. So froh er auch war, dass das Objekt nicht von größerer Größe war und noch mehr, dass der Stein vor der kleinen Tür und nicht gegen seinen Kopf prallte, wurde er doch immer noch unsicherer, was seine Sicherheit betraf. Als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, richtete er sich auf der Plattform auf, hielt sich die Schulter, die nun angeschlagen und geprellt war, und richtete seinen Blick nervös auf das Dach. Bis auf einen sanften Wind, der durch die Löcher und Spalten in der Außenhülle des Gebäudes pfiff, war die Stille allgegenwärtig. Aus Angst, dass jede weitere Bewegung die gesamte Decke über ihm zum Einsturz bringen könnte, wartete John mehrere Minuten, bevor er sich vor weiteren herabfallenden Mauerwerk in Sicherheit brachte. Dann drehte er sich langsam und vorsichtiger als zuvor um und begutachtete den Altar genauer. An den Seiten befanden sich religiöse Ikonen und seltsame gezackte Symbole, die er nicht recht zuordnen konnte. Es war leicht, sich vorzustellen, dass von dort aus eine Art Abendmahl ausgeteilt wurde, wobei jedes Mitglied der Gemeinde düster herantrat, zerzaust und unterernährt und den Segen von einem strengen Priester erhielt, der mehr von Zorn als von Liebe sprach. John würde gerne zugeben, dass er nicht der kreativste oder fantasievollste Mensch war. Aber dort an diesem vergessenen Ort war er überrascht, wie lebendig seine Eindrücke waren. Er konnte fast die Menschen sehen, die dort beteten. Bleiche Gesichter, die sich vor der bitteren Kälte des Winters schützten. Körper, die von den Früchten einer schlechten Ernte verdorrt waren. Und doch erstickte die Angst vor etwas Außergewöhnlichen und Unbestimmten jeden ihrer Gedanken. Ja, die Kirche war ein heruntergekommener kleiner Ort, das dem Geist leicht fiel, sie mit den Geistern der trauernden Seelen zu bevölkern. Natürlich konnte er nicht wissen, wie richtig oder ungenau seine Annahmen waren. Er schüttelte den Schauer und seine umherschweifenden Gedanken ab und lachte in sich hinein, weil er sich so leicht von diesem Ort beeinflussen ließ. Und dann landete sein Blick schließlich auf die Inschrift, die oben in die Rückwand eingemeißelt war. Er streckte die Hand aus und fuhr mit den Fingern über die Vertiefung und rauen Kanten, die der Meißel des Autors hinterlassen hatte. Es war klar, dass die Botschaft an der Wand fehl am Platze war. So eilig wie sie war, mit jedem Buchstaben, der nicht mit den vorhergehenden übereinstimmte, was darauf hindeuten ließ, dass sie das Produkt von jemandem war, der wenig Zeit hatte und so schnell wie möglich aus der Kirche verschwinden wollte. Als er zurücktrat, beleuchtete das Licht seines Telefons die Worte, die nun scharf zu erkennen waren. Diejenigen, die in Dungoth wohnten, nahmen diesen Hügel im Jahr 1472 ein. Im Jahr 1481 haben wir ihn zurückgegeben, in der Hoffnung, dass diejenigen, die wir gestört haben, uns unsere Schuld vergeben werden. Während er über die Bedeutung der Inschrift nachdachte, blieb er erneut regungslos stehen.
denn die ängstlich entschuldigenden Worte begannen ihn zu beunruhigen. Entweder war die Gegend umkämpft, da sie zuvor von einem anderen Clan besiedelt worden war, oder vielleicht teilten die ursprünglichen Bewohner des Hügels eine Vorliebe für Mythen und Aberglauben mit ihren modernen Pendants im Dorf unten. Zunächst drang das Geräusch nicht vollständig in sein Bewusstsein. Erst als es sich in einem ungleichmäßigen Rhythmus wiederholte, erkannte sein Verstand seine Natur. Immer noch der Inschrift zugewandt, mit dem Rücken zum Kirchensaal, kehrte das kalte Gefühl, das er draußen erlebt hatte, schlagartig in seine Arme zurück. Sein Körper bebte als Reaktion auf die Temperatur, die in beängstigendem Tempo in die Tiefe gesunken war, und sein Atem wurde in panischen Stößen vor seinem Gesicht sichtbar. Johns Fleisch kribbelte erneut vor Angst, als dem Geräusch eines Fußes, der über einen Steinboden in der Nähe scharrte, langsam ein weiterer folgte. Aber wer würde sich an einem solchen Ort aufhalten? Keiner der Dorfbewohner, das war klar. Nicht mit ihrem Aberglauben und ihren Geschichten von Warnung und Omen über den Berghang. Die Schritte fühlten sich nah an, und da seine Zuversicht schwand, flohen Johns Gedanken nun einfach in die Flucht. Als das Geräusch immer lauter wurde und bedrohlich nahe kam, war ihm klar, dass er an demjenigen, der dort stand, vorbeilaufen musste, um zur Tür zu gelangen. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er musste die beängstigende Angst, die ihn jetzt packte, aus seinem Kopf verdrängen. Langsam drehte er sich zu demjenigen um, der hinter ihm stand. Einen Moment lang glaubte er, die angespannten Gesichter derjenigen zu sehen, die er sich eingebildet hatte. Aber die Halle war leblos, leer. Und doch erfüllte das Geräusch von Füßen, die über kalten Stein scharrten wie Sandpapier auf der Haut, die Luft. Johns erstarrtes Keuchen ertönte, als sich etwas in seinem Augenwinkel bewegte. Er drehte sich schnell zu der verdunkelten Tür, die unter ihm hindurchführte, und sah, wie sich der Kopf einer nicht zu identifizierenden Gestalt bewegte, die sich mit jedem schlurfenden Schritt von unten langsam aufrichtete. Schrecken durchströmte seine Adern in einem solchen Ausmaß, dass seine Vernunft dahinschmolz und durch reinen Instinkt ersetzt wurde. Als er in einem Sprint ausbrach und von der Plattform sprang, Altar und Inschrift hinter sich lassend, spürte er, wie eine tiefe und unnachgiebige Angst an seinem Inneren zehrte. Er stolperte, als er landete, und der Aufprall löste weitere Trümmer von oben, als mehrere große Steinbrocken auf dem Boden der Kirche krachten, von denen einer seinen Kopf nur knapp verfehlte. Der Ausgang kam immer näher, und fiebrige Gedanken erfüllten nun seinen Geist, während er über und unter den Haufen zerstörter, vergessener Ablagerung kletterte. Tote Haut, die von dem alten Gebäude ohne Reue abgeworfen wurde. Einen Moment lang fühlte er sich umzingelt, beeindruckt von einem Geistlichen, der von Sünde und altem Bösen predigte, während sich eine bedauernswerte und geschrumpfte Gemeinde in Angst vor dem, was in der Nähe wandelte, zusammenkauerte. Als die Schritte über den schmutzigen und staubigen Boden scharrten, kehrte Johns Klarheit zurück, und als er begann, einen großen Haufen zerbrochenen Holz und Stein hinaufzuklettern, die Tür zur Sicherheit auf der anderen Seite, beunruhigte seine Neugierde seine Nerven für einen Moment. Das Grauen, das er in seinem Magen spürte, sagte ihm, er solle weitergehen, hinaus ins Freie, weg von diesem Ort. Aber sein Bedürfnis, es zu wissen, war unerbitterlich. Er musste nachsehen. Er atmete tief durch und wandte sich vorsichtig dem Altar zu, wobei er das Licht seines Handys langsam auf die dunkle Treppe richtete. Die Luft in der Halle wurde nun immer kälter. Johns panischer Atem war in dem schwachen Licht deutlich sichtbar gewesen. Die Dunkelheit schien seine Sicht zu trüben, doch was er entziffern konnte, war unverkennbar. Eine hochgewachsene Gestalt stand nun in der Tür, doch von ihr ging ein tiefer Eindruck von gequälter und perverser Menschlichkeit aus. Mann und Ding tauschten einen langen, stummen Blick aus. Dann kam eine krächzende Silbenfolge aus dem Mund der Gestalt, eine längst vergessene Sprache, deren genaue Definition sich Johns Verständnis entzog, nicht aber die Verachtung, von der sie sprach. Die Gestalt in der Tür bewegte sich nun vorwärts,
und als sie ihre mürrischen Bewegungen andeutete, schrie John erschrocken auf, klammerte sich planlos an die Trümmer und versuchte, den Gipfel zu erreichen und sich dann zur Tür durchzuschlagen. Jetzt war ihm die Stille egal. Seine kletternden Bewegungen hallten durch die Halle und einige Steinbrocken stürzten erneut vom Dach hinunter. Als er die Spitze des Hügels erreichte, spähte er im letzten Moment nach oben und sah einen mannshohen Felsen auf sich hinunterstürzen. Er sprang um sein Leben und stürzte auf der anderen Seite des Trümmerhaufens hinunter. Als sein Körper auf den Boden rollte, durchzuckte ein stechender Schmerz seine Seite. Als er auf dem steinernden Boden aufschlug, bohrte sich der Aufprall in seine Knochen und ließ ihn für einen Moment benommen zurück. Als er auf die Füße taumelte, blickte er zu Boden und schreckte entsetzt zurück. Ein großer Holzklotz hatte sich mehrere Zentimeter tief in seine rechte Seite aufgespießt. Blut strömte aus der Wunde, als er fast instinktiv an dem Holzstück zog, das gegen seine Eingeweide knirschte, bevor es schließlich entfernt werden konnte. Er stieß einen gequälten Schrei aus, doch als er dies tat, hörte er ein Geräusch von hinten. Der Schmerz in seiner Seite war eine Qual, aber der Anblick, den er erblickte, war schlimmer als jedes Gefühl, das er spüren konnte. Die Gestalt in der Tür wand sich auf den Bauch und schleppte sich mit einer unmöglichen Geschwindigkeit über die Trümmer auf ihn zu. Ihr geschwärzter Körper, die bandagierten Überreste eines weißen Leichentuchs, glitt mit Leichtigkeit über die zerklüftete Oberfläche. John stolperte vor Schreck und war wie gelähmt aus Angst. Dann wurde ihm klar, dass die Flucht nahe war. Er humpelte schwerfällig auf die Tür zu, deren kleiner Spalt nun zum Greifen nahe war, und schob seinen Körper durch den Spalt ins Licht hinaus. Die Tür drückte und stieß auf die Wunde in seiner Seite und sandte Schmerzensstöße durch sein Unterleib. Mit einem letzten Stoß schrie er auf und die Wucht seines Schwungs ließ ihn nach draußen auf den Boden fallen. Durch den Spalt starrte die eingegrabene Gestalt mit dem höhnischen Gesicht aus dem Inneren, den Arm ausgestreckt und ein abscheuliches und ohrenbetäubendes Stöhnen in die sich zurückziehende Sonne spuckend. John nahm sich nicht die Zeit, die Kreatur zu beobachten. Er taumelte wieder auf die Beine. Seine Hand war nun blutgetränkt, da sie die offene Wunde in seiner Seite umklammerte. Er entfernte sich so schnell wie möglich von diesem Ort und ließ das Kirchengeländer hinter sich zurück. Er war sich sicher, dass er auf seiner Flucht Stimmen aus dem Inneren der Kirche hörte. Die Schreie und wütenden Proteste von längst verschwundenen Geistlichen und Gemeindemitgliedern, spöttisch verärgert und verachtet. In seiner Eile hatte er die Orientierung verloren, denn er kannte sich in der Umgebung nicht aus. In Panik humpelte er weiter, so schnell er konnte, aber die Desorientierung holte ihn ein. Und bevor er wusste, wie oder warum, fand er sich in einem Labyrinth aus zerbrochenen und umgestürzten Grabsteinen wieder. Benommen und nach Luft schnappend war es ihm egal, wo er sich befand, solange er nun die Kirche und ihren Diener hinter sich lassen konnte. Nachdem er wieder zu Atem gekommen war, begann er, den alten Friedhof zu durchqueren, wobei einige Grabsteine groß und erhaben, andere bescheiden und verfallen waren. Dann, als ob er unter der Wirkung eines unbekannten Giftes litt, begann sich die Welt zu drehen. Und während er versuchte, wieder zu Atem zu kommen, nahmen die Steine eine unheilvolle und bedrohliche Form an. Sie ragten in die Höhe, verdunkelten das Licht und starrten eindringlich auf ihn herab. Es war kein Friedhof, auf dem er jetzt stand, sondern ein Ring aus verbogenen Steinen, die mehrere Meter hoch waren. Sie hatten viele Stürme überstanden, alt und vergessen, lange bevor der erste Ziegelstein dieser verfälschten Kirche gelegt worden war. Er fühlte sich gezwungen, einen von ihnen irgendwie näher zu kommen, und streckte eine Hand aus, um die moosbewachsene Oberfläche zu berühren. Blitzlichter einer verborgenen Vergangenheit erfüllten nun seinen Geist, während er sich von Ohnmacht übermannt fühlte. Seine Sicht trübte sich und die Welt begann sich zu drehen, als eine plötzliche Übelkeit seine Sinne überflutete, die so stark war, dass sie ihn in die Knie zwang. Und obwohl er sich tapfer gegen ihren Griff wehrte, sackte er innerhalb von Sekunden zu Boden.
Die Wunde in seiner Seite pochte mit jedem Schlag seines Herzens. Als er auf dem Rücken lag und nach oben starrte, schien der Himmel zu pulsieren. Und alles um ihn herum verzerrte sich, als wäre er von der Welt losgelöst und würde sie nur noch durch eine dicke, verzerrte Glaslinse sehen. Das Licht wölbte sich unnatürlich nach innen und der Schleier der Welt zog sich zurück, als John in den Abgrund dahinter blickte. Das Gewahrsein verließ ihn. Er erwachte in der stillen Erde. Grasbüschel berührten seine Wange, als der Wind sie an einem unbekannten Ort trug. Der Himmel war schwarz und kein wirklich lebendes Wesen regte sich. John wusste nicht, wie lange er bewusstlos gewesen war, aber der Sternenhimmel über ihm ließ keinen Zweifel daran, dass es mindestens mehrere Stunden gewesen waren. Die Übelkeit war noch da, wenn auch nicht mehr so stark, aber die Wunde in seiner Seite weinte noch immer Blut. Als er sich aufrichtete, wurde ihm klar, dass sein Körper noch immer unter der Wirkung dessen stand, was auch immer sich auf dem Hügel befand. Im Rausch der Krankheit hatte die Welt immer noch eine flüssig-wässrige Form, aber als er für einen Moment die Augen schloss, spürte er, dass er sich irgendwie daran gewöhnt hatte. Zumindest so weit, dass er sich orientieren und einen Weg zur Flucht finden konnte. Das Glück war auf seiner Seite, denn der Mond stand über ihm, wenn auch nur in Form einer abnehmenden Mondsichel. Das verschaffte ihm genug Licht, um die seltsame Welt und ihre Formen, die ihn umgaben, zu erkennen. Er war sich nicht sicher, ob er dort blieb, wo er gefallen war, denn die alten stehenden Steine, an die er sich lebhaft und mit einem nicht geringen Gefühl des Schreckens erinnerte, waren auf einmal nirgends mehr zu sehen. Doch als er so dastand und mit seiner Hand vergeblich versuchte, das Blut aus seiner Seite zu stillen, beschlich ihn eine beängstigende Erkenntnis. John fiel es schwer, mir in einfachen Worten zu vermitteln, was das war, aber beschrieb es als die Regel der Natur auf den Kopf gestellt. Nichts schien einen Sinn zu ergeben in diesem Moment. Einen Moment lang wusste er nicht, wer er war, warum er dort war und welche abscheuliche Quelle eine solche Krankheit in ihm verursachte. Er schien den Hügel zu kennen und sich an die Kirche zu erinnern, aber seine Gedanken waren wirr und unzusammenhängend. Flüchtige Momente der Identität wurden schnell von völliger Verwirrung abgelöst. Doch ungeachtet des Leidens blieb eine Konstante bestehen. Seine Instinkte flehten ihn an, diesen Ort zu verlassen. Aber in diesem fragilen Geisteszustand konnte er nicht sagen, welcher Weg ihn hinunter in das Land unter ihm führen würde und welcher Weg ihn nach oben führen könnte, zu wem oder was auch immer auf dem Gipfel saß. Der Sinnesrausch war eine Erfahrung wie keine andere. Die Welt geriet völlig außer Fugen. Ein Geruch von Übelkeit erfüllte die Luft. Ob es sein eigenes Erbrochenes war oder die Krankheit, die ihm einen Streich spielte, wusste er nicht. Aber in diesem Gestank lag noch etwas anderes. Ein Geruch von Feuchtigkeit gemischt mit dem beunruhigenden Geruch von verbranntem Haar. Er wurde so stark, dass er John in den Augen zu stechen begann, was seine Desorientierung nur noch verstärkte. Obwohl seine Augen von Tränen getrübt waren und die Welt nicht mehr in Ordnung zu sein schien, spürte er nun etwas, das er nur als Präsenz beschreiben konnte. Der muffige Geruch wurde stärker und als er das tat, musste John husten. Die Reaktion auf das Geräusch war deutlich und obwohl er glaubte, dass es unmöglich war, die Gedanken von jemandem zu kennen, näherte sich etwas. Und das mit einer Bosheit und mit einem Hass, den John noch nie gespürt hat. Wahre Wut war sein Begleiter. Der Schrecken verwandelte sich in ein flüchtiges Ziel, während er leise an schattigen Bäumen vorbei und durch das wilde Gras wanderte, in der Hoffnung, irgendwo einen Ausweg zu finden. Während er sich taumelnd durch die Dunkelheit tastete, wurden die Schmerzen in seiner Seite immer und immer stärker. Und der Gedanke, dort draußen auf dem Hügel zu sterben, ohne von seinen Lieben gefunden zu werden, wurde immer deutlicher. Einen Moment lang glaubte er, er würde erneut zusammenbrechen. Doch während sich die Übelkeit verstärkte, wurde sie nun von dem Geräusch toten Grases und verwelkter Pflanzen begleitet, die zur Seite geschoben wurden, als etwas durch das nahe Unterholz stapfte. Johns Sicht war nun so schlecht, dass er nicht mehr erkennen konnte, welcher Weg vorwärts und welcher rückwärts führte
Und in flüchtigen Momenten der Klarheit fühlte er sich von der Vorstellung abgestoßen, wieder bei der Kirche oder den Steinen oder Gräbern zu landen, ohne überhaupt zu wissen, was sie gewesen waren. Er war völlig verloren. Und etwas, das diesen grässlichen Hügel sein Zuhause nannte, kam nun auf ihn zu. Er blieb still, aber weder die Stille noch die Dunkelheit konnten ihn schützen. Kein Reich des Vergessens konnte ihn verdunkeln, denn eine Bosheit, die so alt war wie die Erde, verfolgte nun einen Mann, der einst über Aberglauben und Mythen gelacht hatte. Die Luft wurde immer dichter und das wenige Licht, das der Mond über ihm spendete, wurde immer schwächer, als würde es tief in den Boden gesaugt, ohne dass es einen drinnen gab. Dann nichts. Das Geräusch von abgebrochenen und beiseite geschobenen Ästen und Gräsern verstummte und an seine Stelle trat eine fast unerträgliche Leere. Am Ende seiner Nerven spürte John, wie jeder Rest von Hoffnung oder Flucht ihn verließ. Es war nah. Sein Atem war in der Luft zu spüren. Faulig, ranzig, wie von etwas, das vor langer Zeit gelebt und doch nicht den Wunsch aufgegeben hatte, Schmerz und Leid zu verursachen. Dann eine Bewegung. Abgestorbene Blätter knackten unter seinem Gewicht. Das lange Gras, das so undurchdringlich, so beherrschend erschienen war, wurde bei jedem schlurfenden Schritt zerrissen und gebrochen. Der einzige Gedanke in Johns Kopf war jetzt, sich zu verstecken. Langsam, mit stotterndem Atem und leise keuchend, sank er in das lange Gras und blieb dort liegen, schweigend und verängstigt. Die Präsenz kam immer näher. Und in der Dunkelheit glaubte er manchmal, die vage Form einer Gestalt zu sehen, die gerade außerhalb seiner Reichweite umherwanderte. Sie kreiste langsam, kam näher und zog sich wieder zurück, als würde sie den Boden sorgfältig absuchen. Dann endlich entfernte sich das Geräusch seiner schwerfälligen Schritte und verstummte. John atmete erleichtert auf. Dann berührte eine Hand sein Gesicht. Das Überleben holte ihn jetzt ein und mit einem Schrei des Entsetzens rollte er sich auf die Seite. Ein stechender Schmerz durchfuhr seinen Körper, als sein eigenes Gewicht und seine Bewegung ein unebenes Stück Boden tief in seine Wunde stießen. Ein leises Knurren entrang sich der Monstrosität, die vor ihm stand. Und dann, ohne zu wissen, welchen Weg er einschlagen sollte, wurde John von einem neuen Impuls angetrieben. Sprang auf die Füße und rannte in eine beliebige Richtung, in der Hoffnung, dass sie aus diesem Wahnsinn herausführen würde. Er suchte einen Ausweg aus diesem Albtraum. Bäume und Gras flogen in der Schwärze der Nacht vorbei. Ein dichter Miasma aus Krankheit und verbranntem Haar umgab alles und löste krampfhaftes Würgen aus, während er rannte. Endlich wusste er, wo er war. Er hatte eine Orientierung, von der er hoffte, dass er sie nie wieder haben würde. Die Kirche ragte hoch und verwinkelt vor ihm auf. Dahinter raste etwas durch die Bäume und in einem Augenblick würde es über ihm sein. Wenigstens wusste er, in welche Richtung er gehen musste, denn er lief zur Seite, in Richtung des Pfades, den er früher am Tag hinaufgestiegen war. Ein ausgetretener Pfad, der ihn in Sicherheit bringen würde. Doch das Land erschien ihm fremd und unnatürlich. Die Form und der Aufbau seiner Umgebung schienen sich einem unbekannten und bösartigen Geist gebeugt zu haben. Er musste weitergehen, um dem zu entkommen, was ihn verfolgte. Der Weg musste in diese Richtung hier führen. Dann endlich durchbrach er eine Reihe von Büschen und Bäumen und gelangte auf eine Lichtung. Sein Herz sank in ungeahnte Tiefen. Dort stand wieder die Kirche, aber sie sah irgendwie anders aus. Bei Nacht schien das Gebäude eine unheimlichere und bizarrere Form zu haben als am Tag. Einen Moment lang stellte sich John vor, dass der Kirchturm nicht aus Fels, Stein oder Beton bestand, sondern aus Reben, Erde und Holz, die sich spiralförmig in Richtung eines Himmels bewegten, der sie langsam auf die Welt ausgespuckt hatte. Das Rascheln von zertretenen Blättern kam wieder näher, als er stolperte und nach Luft schnappte. Der Schmerz seiner Wunde war jetzt fast unerträglich. Jeder Schritt vorwärts wurde von einem inneren, blendenden, reißenden Gefühl begleitet.
Von seinem Verfolger gezwungen, quer über die Kirche zu fliehen, bewegte sich John so gut er konnte, taumelnd und humpelnd, schwach und erschöpft durch ein Netz von Brombeeren und Dorn. Seine Kleidung verfing sich, als die stacheligen Fortsätze der Pflanze an seinem Gesicht und seinen Armen kratzten. Es hatte keinen Zweck. Er konnte dem, was auf ihn zukam, nicht entkommen. Als er über seine Schulter blickte, sah er, dass nur wenige Meter hinter ihm jemand durch die Äste riss. Angst durchströmte Johns Adern, als sein Verfolger nun auf ihn zustürmte. Als er einen Schmerzensschrei ausstieß, schien das Ding zwischen den Ästen für einen Moment innezuhalten und ihn zu beobachten, wie er sich abmühte und seine Hände von den Dornen zerschnitten und aufgeschürft wurden. John zerrte und griff nach dem Gestrüpp vor ihm, um zu entkommen. Und dann, um ihn einmal zu erschrecken, starrte die Gestalt hinter ihm und stieß ein gequältes Stöhnen aus, das irgendwo zwischen einem Lachen und einem Seufzer der Zufriedenheit lag. Sie setzte sich mit großer Geschwindigkeit in Bewegung, durchbrach den verworrenen Käfig aus Dornen und Ästen mit Leichtigkeit und kam schnell näher. Mit einem Schrei des Schmerzes und des Unglaubens befreite sich John schließlich aus der Umklammerung der Dornen, aber die Verzweiflung verfolgte ihn. Da stand sie wieder, die Kirche, fast spöttisch verdreht und verzerrt in einer Weise, die sich kein menschlicher Architekt vorstellen konnte. Taumelnd und mit nur noch wenig Kampfgeist bewegte er sich erneut an der Kirche vorbei, als sein Angreifer die Baumgrenze durchbrach und auf ihn zustürmte. John beschleunigte sein Tempo so gut er konnte, aber inzwischen konnte er nur noch wenig Geschwindigkeit aufbringen. Der Himmel öffnete sich nun und Schwaden von Flüssigkeit ergossen sich über die Kirche und flossen auf den Boden unter ihr, der so schnell aufgeweicht und mit Wasser vollgesogen wurde. Johns Kräfte ließen nach. Er sank auf die Knie und gab sich geschlagen, wie ein gejagtes Tier, das am Ende aufgibt. Dann die Erlösung. Von weit her leuchtete ein Licht, eines, das strahlte und das fast undurchdringliche Dickicht durchbrach. Etwas, an dem man sich festhalten konnte. Zum Hoffen. Ein Anker, dem man folgen konnte. Ein Licht von außerhalb dieses schrecklichen Hügels. Als sich das Geräusch seines Verfolgers näherte, der in der Dunkelheit über das Gras krabbelte, erweckte ein letzter Energieschub John aus seinem schrecklichen Schicksal. Der Anblick von Licht und Leben ließ den letzten Rest von Hoffnung wieder aufleben. Er schrie vor Schmerz, als er sich auf die Füße hiefte. Der Regen peitschte nun auf ihn herab, er war durchnässt bis auf die Knochen und strömte in das Loch in seiner Seite. Aber das spielte keine Rolle. Alles, was zählte, war dieses Licht und die Sicherheit, die es versprach. So schnell er konnte, humpelte er in seine Richtung und drängte sich durch die Ranken und Äste des verworrenen Waldes, wobei die Angst den Schmerz überlagerte, den die Dornen in seiner Haut ritzten. Doch er kam voran, und das Licht wurde immer größer, lebendiger und nachhaltiger. Es war nun klar, dass es bergab ging, und der Schwung seiner Flugbahn ließ ihn stolpern und stürzen. Dadurch erhöhte sich auch seine Geschwindigkeit deutlich. Erinnerungen, die nicht seine eigenen waren, tauchten wieder auf. Gedanken von Wut und Hass erfüllten seine Vision. Bilder der Kirche, die nie leer war und in der keine Menschen mehr lebten, sowie die der Priester, die ihre Hände hoben, und so neigten sich auch die Köpfe der Gemeinde. Verwirrung begann wieder in ihn einzusickern und der Geruch von verbranntem Haar erfüllte erneut die Welt um ihn herum. Obwohl er schwerfällig war, konnte man hören, wie sein Verfolger an Tempo zulegte. Doch schien er aufgeregter zu sein als zuvor. Verärgert, vielleicht sogar frustriert war er. John fühlte sich krank vor Panik. Das Blut strömte nun ungehindert aus der Wunde in seiner Seite. Gerade als das Licht am nächsten schien, die Verheißung von Erlösung, Sicherheit und Flucht in greifbare Nähe rückte, flog er eine steile Grasböschung hinunter, rutschte im nassen Schlamm aus und stürzte mit hoher Geschwindigkeit zu Boden. Schmerz, Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit beherrschten ihn, als sein bereits zerschundener Körper auf einem großen, umgestürzten Baumstamm zum Liegen kam. Die kletternden Schritte kamen näher,
Und als sie das taten, dachte John bei sich, dass er und das, worauf er lag, beide Opfer eines grausamen und verborgenen Bösen waren, das diesen Hügel sein Zuhause nannte. »Komm schon, mein Sohn. Steh auf. Steh auf«, rief eine Stimme in der Dunkelheit, fast übertönt von dem nun heftigen Aufbrechen von Erde und Gras dahinter. Die Welt schien verzerrt zu sein, aber als das Bewusstsein sich anschickte, wieder aus seinem Geist zu verschwinden, kehrte die Klarheit zurück und John erkannte, wo er sich befand. Sein Körper war nicht gegen einen umgestürzten Baum gelehnt, sondern gegen das hölzerne Tor, das die Grenze zu diesem schrecklichen Ort markierte. Etwas war ganz in der Nähe. Das Ding, das ihn in der Dunkelheit gejagt hatte, war nur noch wenige Meter entfernt. »Beweg dich, es ist gleich bei dir«, rief die inzwischen vertraute Stimme von Dale. Mit einer letzten Bewegung, mit dem letzten Stück Leben, das noch bei ihm war, öffnete John A. das Tor und fiel mit dem Gesicht nach unten in eine Pfütze am Straßenrand. Ich saß wie gebannt da. Die Worte flossen stotternd aus John heraus, aber mit einer Überzeugung und Realität, die ich trotz meiner Skepsis nur schwer ignorieren konnte. Dieser Mann glaubte mit jeder Faser seines Wesens, dass das, was er mir gesagt hatte, die Wahrheit war. Dale hatte ihn offenbar gegen den Willen der anderen Dorfbewohner verfolgt. Er hatte vor langer Zeit einen Sohn verloren und wollte nicht, dass noch jemand der offensichtlichen Bosartigkeit des Hügels zum Opfer fiel. Der Wirt, ein alter Freund des Bauerns, gab schließlich nach und beide Männer reisten zum Fuß des Hügels, in der Hoffnung, dass John ihr Licht in der Dunkelheit finden, ihm folgen und als erster seit Menschengedenken von dort entkommen würde. Doch so sehr sie auch helfen wollten, sie würden es nicht wagen, das Tor zu berühren oder die Schwelle des Hügels zu überschreiten. Das musste John allein tun. Und er tat es gerade, als sich sein Verfolger über ihn beugte. Ich weiß noch, wie ich erleichtert aufatmete, als er den letzten Schluck Wein vor dem Feuer trank. Ein Moment lang herrschte Schweigen zwischen uns, und ich stellte fest, dass die gesamte Bar in eine ängstliche Stille getaucht war. Es war fast greifbar, als ob die Anwesenden sprechen wollten, sich aber nicht trauten. Schließlich ergriff ich das Wort und versuchte, so beruhigend wie möglich zu sein. »Das ist eine erstaunliche Geschichte, John. Aber es ist nur eine Geschichte. Ich bin sicher, dass es für alles eine rationale Erklärung gibt.« Er senkte ernst den Kopf und starrte auf den Boden. »Wenn es nur eine Geschichte ist, warum kann ich dann nicht gehen?« sagte er und sah mich mit einem Ausdruck an, der halb in Angst, halb in Verzweiflung gefangen war. »Was soll das heißen, du kannst nicht weg?« »Ich bin seit 3 Monaten hier«, rief er. »Manchmal wünschte ich, Dale hätte mich einfach dort gelassen.« »John«, sagte ich, beugte mich vor und legte ihm beruhigend meine Hand auf die Schulter. »Du kannst gehen, wann immer du willst.« Aber ich konnte an seinem Gesichtsausdruck sehen, dass er mir nicht glaubte. Er war von den Mythen und dem Aberglauben, mit denen ihn die Einheimischen gefüttert hatten, eingenommen. Ich schloss daraus, dass seine Psyche vergiftet war. Natürlich glaubte ich, dass der Gutsherr und die anderen es gut meinten, aber ich war mir sicher, dass eine konventionelle Erklärung ihn hoffentlich von seinem kranken Geist heilen würde. »Ich fahre morgen nach Glasgow«, sagte ich fröhlich. »Warum schließt du dich mir nicht an? Der Bus wird am Nachmittag hier sein und wir können zusammen zurückfahren.« »Aber natürlich, ich vergaß. Du hast ja dein Auto dabei. Glaub bitte nicht, dass ich gerade nur noch einer Mitfahrgelegenheit geangelt habe.« Ich lachte, aber John starrte mich nur grimmig an und antwortete dann: »Mein Auto steht draußen vor der Tür. Es ist ein Wrack.« »Wirklich? Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Was ist passiert?« »Ich habe einige Tage gebraucht, um mich von meinem Erlebnis auf dem Hügel zu erholen«, sagte er traurig, bevor er fortfuhr. »Aber als ich mich wieder in der Lage fühlte, packte ich meine Sachen, bedankte mich bei Dale und dem Vermieter und fuhr aus dem Dorf. Nach ein paar Kilometern ging der Regen in Strömen nieder.
Die Sicht war schrecklich, aber ich wollte einfach nur weg. Ich verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr direkt in einen Baum. Ich habe überlebt, aber das Auto ist ein Totalschaden. Nun, Unfälle passieren. Hauptsache, es geht dir gut. Wie wäre es mit einem weiteren Drink? Sagte ich und stand auf. Als ich das tat, ergriff John energisch meinen Arm. Es war kein Unfall. Da war noch etwas anderes auf der Straße. Ich habe ihn dort stehen sehen. Ein Mann, glaube ich. Zumindest sah er wie ein Mann aus. Ich wich aus, um ihm auszuweichen. Und das war auch gut so. Das Letzte, was du hier willst, ist aus Versehen einen Einheimischen zu töten. Meine Scherze besänftigten seine Frustration nicht mehr. Ich setzte mich wieder hin, als er mir seine missliche Lage schilderte. Nach dem Vorfall mit dem Auto, das von Dale zum Gasthaus zurückgeschleppt wurde, versuchte John alles, um zu verschwinden. Jedes Mal, wenn er versuchte, den örtlichen Bus zu benutzen, gab es ein Problem. Der Bus hatte eine Panne oder ein Erdrutsch verhinderte die Einfahrt ins Dorf. Er behauptete sogar, das sei der Grund, warum ich über Nacht gestrandet war. Denn er hatte vor, an diesem Tag wieder den Bus zu nehmen. Der Mann war unnachgiebig. Seit 3 Monaten war er zu Gast bei The Layard of Dungorth. Doch so sehr er sich auch bemühte, er konnte den Rand des Dorfes nicht verlassen. Mehrmals hatte er sogar versucht, zur nächsten Stadt zu wandern, aber jedes Mal wurde er durch das bittere und gefährliche Wetter zurückgeschlagen, das ohne Vorwarnung auftrat. Er hatte sogar versucht, telefonisch Hilfe zu holen, aber sein Mobiltelefon schien keinen Empfang zu haben und über das Festnetz war ein ständiges Rauschen zu hören. Das Gleiche galt für jeden, der versuchte, in seinem Namen anzurufen. Ich konnte mir zwar nicht alles erklären, was passiert war, aber ich war mir sicher, dass eine Reihe von rationalen und konventionellen Ereignissen dafür verantwortlich sein könnte. Es schien wahnsinnig zu sein, dass man jemanden, der so offensichtlich intelligent und redegewandt war, einen solchen Unsinn glauben machen konnte. Ich empfand aufrichtiges Mitleid mit diesem Mann. »Sie sind das Opfer einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung«, sagte ich selbstbewusst. »Was meinen Sie damit?« erwiderte John. »Ich habe schon in vielen Dörfern wie diesem gearbeitet. Man kommt in einen alten Teil des Landes mit einer gespenstischen Landschaft. Es scheint wie eine andere Welt im Vergleich zum modernen Leben in London. Dann wird man mit Treibstoff für Paranoia versorgt, ein Mythos, den die Einheimischen über einen verfluchten Teil des Landes glauben. Wenn man das alles auf sich wirken lässt, hat man das Pech, mit dem Auto gegen einen Baum zu prallen. Und ehe man sich versieht, glaubt man die ganze Sache. Vielleicht haben sich sogar die Gestalt auf der Straße eingebildet. Vielleicht sogar die ganze Begegnung. »Was ist mit dem Hügel?«, fragte er, offensichtlich fasziniert von der Möglichkeit, dass man ihm entkommen könnte. »Wahrscheinlich ein Placebo-Effekt von all den Geschichten, die Sie gehört haben. Oder... wer weiß, vielleicht hattest du eine Lebensmittelvergiftung oder ein Virus und hast dir die ganze Sache eingebildet. Vielleicht lebt ja sogar ein Verrückter in dieser Kirche.« Es war offensichtlich, dass er nicht überzeugt war, aber ich hielt es für meine Pflicht, diese arme Seele aus dem Dorf zu bringen, zurück nach Glasgow, wo er hoffentlich Vorkehrungen für seine heimische Reise treffen konnte. Ich hatte schon einmal gesehen, welchen Schaden unbegründete Überzeugungen bei Menschen und Gemeinschaften anrichten können. Und ich war wirklich entsetzt darüber. Ich wollte einfach nur helfen. Morgen nehmen wir gemeinsam den Bus und ich lade dich auf ein Bier in Glasgow ein. Er erwiderte nichts weiter, als er widerwillig zustimmend mit dem Kopf nickte. Am nächsten Tag stand ich früh auf und hatte ein einziges Ziel vor Augen. Ich musste zwar nach Hause, um an meinem Auftrag zu arbeiten, aber der Bus sollte erst am frühen Abend kommen, was mir gerade noch genug Zeit gab, John auf die dramatischste Art und Weise zu überreden, mich zu begleiten. Ich wollte selbst auf den Berg gehen. Ich wusste, wenn ich ohne diese seltsamen Erlebnisse zurückkehrte, würde er vielleicht den abergläubischen Unsinn vergessen, mit dem ihn die Dorfbewohner behelligt hatten, und dann mit mir auch in den Bus steigen. Ich musste auch gestehen, dass ich von der Idee dieses Ortes fasziniert war. Und obwohl ich absolut keinen Zweifel daran hatte, dass Johns Erlebnisse falsch waren, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass in der ganzen Tortur ein Artikel
oder sogar eine echte Geschichte stecken könnte. Als Schriftsteller bieten sich solche Gelegenheiten nur selten an. Bevor ich abreiste, sprach ich mit ihm und machte ihm meine Absichten klar. Er flehte mich an, nicht zu gehen. Sein Schicksal müsse nicht das meine sein, aber nach langem Protest akzeptierte er, dass ich mich nicht abbringen ließ. Und dann stimmte er mir widerwillig zu, dass er mit mir nach Glasgow fahren würde, sollte ich ohne paranormale, übernatürliche oder jenseitige Vorkommnisse zurückkehren. Nachdem er mir eine Wegbeschreibung gegeben hatte, von der ich sicher war, dass die Dorfbewohner sie mir nicht geben würden, machte ich mich auf den Weg zu dem vermeintlich verdorbenen Hügel. Ich muss zugeben, als ich ihn zuerst sah, kam er mir merkwürdig vor. Irgendwie fehl am Platze. Aber auch das zählte ich zu den unbewussten Auswirkungen von Johns Erzählung. Die Umgebung schien genau so zu sein, wie er sie beschrieben hatte. Zumindest so viel war richtig. Die Straße war mit Schutt und Müll blockiert und auch ich fand das Holztor am Fuße des Hügels liegend. Sogar ein Blutfleck war darauf zu sehen, was die Schlussfolgerung seiner Geschichte noch glaubwürdiger machte. Der Gedanke, dass dort oben ein Verrückter sein Unwesen trieb, machte mich stutzig. Aber selbst wenn jemand John durch das Unterholz gejagt hatte, war er wahrscheinlich weitergezogen, nachdem er von Dale und dem Gutsherrn zur Rede gestellt worden war. Auf jeden Fall hatte ein schwer verwundeter John entkommen können, also war ich zuversichtlich, dass es mir gut gehen könnte. Ich spürte nichts Ungewöhnliches, als ich die Schwelle überschritt. Und obwohl das Gewirr aus Bäumen und abgestorbenem Gras ein Gefühl des Verfalls hervorrief, war ich überrascht, wie harmlos und alltäglich die Umgebung wirkte. Nachdem ich den steilen Pfad hinaufgestiegen war, der in den letzten Jahren offensichtlich oft benutzt worden war, erreichte ich eine Stelle, die mich an Johns Beschreibung erinnerte. Und da war es. Von der Welt abgeschirmt, durch eine Wand aus Blättern, verrottetem Holz und Gras. Die Kirche. Ich war sehr überrascht, denn ich hatte gedacht, dass ein solches Gebäude sicherlich Teil von Johns Halluzinationen gewesen wären. Und ich gebe zu, dass ich mich durch seine Existenz etwas verunsichert fühlte und einen Moment zögerte, bevor ich weiterging. Es ist mir peinlich zu sagen, dass ich vielleicht sogar in Erwägung gezogen hätte, den Rückzug anzutreten, wenn die Gegend nicht vom Morgenlicht erleuchtet gewesen wäre. Aber ich tat es nicht. Die Kirche war faszinierend und ich wollte zumindest sehen, ob es so war, wie John gesagt hatte, mit einem Altar, der im Inneren ungestört war. Es fiel mir nicht schwer, einen Blick hineinzuwerfen, obwohl ich leicht erschauderte, als ich mich an die Beschreibung der Tür erinnerte, die teilweise durch Trümmer blockiert war, aber dennoch weit offen stand, und diese Diskrepanz ließ mich wieder einmal innehalten. Und doch stand ich an der Schwelle und spähte hinein. Es war genau so, wie er es beschrieben hatte. Der Boden war mit Trümmern eines eingestürzten Daches übersät. Der Altar war nach oben gerichtet. Eine Inschrift, an deren Richtigkeit ich inzwischen keinen Zweifel mehr hatte. Und die Tür nach unten zu einem unbekannten Ziel. Ihr müsst verstehen, dass ich zu keinem Zeitpunkt wirklich glaubte, dass sich dort etwas Übernatürliches befand. Allein die Vorstellung erschien mir lächerlich, aber ich begann an meiner Sicherheit zu zweifeln. Der Gedanke an einen Eremiten oder einen geistig verwirrten Einsiedler, der unter einer abgelegenen Kirche lebt, erfüllte mich nicht mit Vertrauen. »Hallo? Ist da jemand?« rief ich und meine Stimme hallte zu den Dachsparren hinauf. Als ich keine Antwort erhielt, schimpfte ich über mich selbst, weil ich so paranoid war, und ging einfach hinein. Vorsichtig bewegte ich mich durch die Trümmer und bemerkte Blutstropfen auf einem zerbrochenen Stück Holz, von denen ich annahm, dass sie von John stammten. Der Gedanke an eine Blutvergiftung kam mir jetzt in den Sinn. Vielleicht hatte die Wunde in seiner Seite die Halluzinationen verursacht, zumindest die, die danach auftraten. Das könnte seine Desorientierung erklärt haben. Der Altar stand, wie er gesagt hatte. Da mir klar wurde, dass ich vielleicht beweisen musste, dass ich dort gewesen war, um den Mann zu beruhigen, nahm ich mein Handy heraus und begann Fotos vom Kircheninneren zu machen. Mit jedem Blitz erhellte sich die Halle und dabei kamen mir Johns Beschreibung eines eifrigen Priesters und einer verängstigten Gemeinde in den Sinn, die sich im Schutz der Kirche zusammenkauerten.
Aber wovor hatten sie Angst? Ich wandte mich dem dunklen Eingang zu, der unter das Gebäude führte, und spürte, wie mein Herz bei der Aussicht, die Steintreppe hinabzusteigen, zu rasen begann. Aber ich musste es tun, wenn auch nicht aus ganz uneigennützigen Absichten. Ja, ich wollte John zeigen, dass dort unten nichts war und dass der Glaube, der ihn innerhalb der Grenzen des Dorfes gelähmt zu halten schien, unbegründet war. Aber ich wollte auch selbst wissen, was darunter lag. Warum hatte diese Kirche ein unterirdisches Stockwerk? Gab es eine Krypta? Meine Neugierde war geweckt und mir lief das Wasser im Munde zusammen angesichts der Möglichkeit, dass ein Artikel über meine Entdeckung veröffentlicht würde. Über einen unbekannten archäologischen Fund, der vielleicht ein oder zwei wichtige oder wertvolle Relikte enthielt. Als ich mich der Tür näherte, spürte ich die kalte Luft, die von unten kam. Mit Hilfe des Lichts meines Telefons beruhigte ich meine Nerven, die an mir zu zerren begannen, und schaute vorsichtig hinein. Eine steile und schmale Treppe führte hinunter in den Boden. Die Wände waren dunkelgrau gefärbt und schienen mit weitaus weniger Sorgfalt gemeißelt oder geformt worden zu sein als der Rest der Kirche. Ich rief noch einmal hinunter, aber wieder antwortete niemand und ich nahm daher an, dass der Ort verlassen war. Als ich hinunterstieg, war ich überrascht, wie lang die Treppe tatsächlich gewesen ist. Und als ich an ihrem Ende ankam, schätzte ich, dass ich mindestens 50 Fuß unter der alten Kirche war. Es kam mir seltsam vor, dass eine Ebene so weit unter dem Boden lag. Und ich fragte mich, welchen Zweck sie hatte. Warum hatten die Architekten, Erbauer oder Anhänger der Kirche so tief graben müssen? Auf der letzten Stufe drehte ich mich zu einer verdunkelten Tür am Ende der Treppe um. Das blaue Licht meines Telefons leuchtete alles um mich herum hell an. Was ich sah, beunruhigte mich zutiefst. Ein großer Raum, dessen Boden mit Lumpen, Stein und menschlichen Knochen übersät war. Ich konnte nicht sagen, wie viele Leichen dort zum Verwesen zurückgelassen worden waren, denn es waren zu viele. Die Kälte in der Luft war ausgeprägt und ich fühlte mich bis ins Mark gefroren, nicht durch die Kälte des Steins, die mich umgab, sondern auch durch das traurige Gefühl, das ich in mir spürte. Es war fast so, als könnte ich mir vorstellen, wie die Menschen dort unten zusammengekauert ihre letzten Momente verborgen von der Sonne verbrachten. Ich hatte den Eindruck, dass sie dort gestorben waren, aber ich wusste nicht, warum ich so überzeugt davon war. Ich machte ein paar Fotos und betrat dann das, was ich nur als Massengrab beschreiben kann. Ich achtete darauf, die Knochen nicht zu stören. Aber ich schäme mich zu sagen, dass ich das Knirschen einiger Knochen unter meinen Füßen spüren konnte. Auf der rechten Seite befand sich eine Tür, die in eine weitere Kammer führte, und obwohl ich das Grab nicht doch mehr stören wollte, als ich es ohnehin schon getan hatte, fühlte ich mich gezwungen, die ganze Geschichte zu erfahren. Das heißt, zumindest das zu erfahren, was sonst noch da unten war. Über dem Eingang saß ein steinerner Cherub, der mit einem gewissen künstlerischen Flair geschnitzt war, was einen Widerspruch zu dem Raum voller Knochen darstellte. Aber das kindliche Gesicht trug ein seltsames Grinsen. Es zeugte nicht von Freude oder Verspieltheit, sondern von Spott und sadomasochistischem Vergnügen. Allein sein Anblick löste in mir ein Gefühl der Abscheu aus, und so ging ich schnell in die andere Kammer, um seinem Blick zu entgehen. Im Inneren befand sich ein großer Raum, viel größer als der vorherige. Ich erkannte sofort, dass ich dort einst etwas befunden hatte, das für die Erbauer der Kirche von Bedeutung war. Die Wände waren mit wunderschön geschnitzten Symbolen verziert, von denen einige christlich waren, viele aber von einer Art, die ich nicht identifizieren konnte. In der Mitte des Raumes lag ein massiver Steinblock mit einem Durchmesser von 3 Fuß. An seiner Seite war ein großes Loch. Auf dem Stein war die folgende Inschrift zu lesen: Hier ruht der Vater, von einigen geliebt, aber von vielen gehasst. Während ich über die Grabinschrift nachdachte, schaute ich in das Loch. Das Grab war leer, aber ich war froh, dass ich es gesehen hatte, bevor ich durch den Raum ging, denn es war tief und breit genug, dass ich böse hätte fallen können.
Mit einem gebrochenen Bein dort unten festzusitzen, war nichts, was ich in Betracht ziehen wollte. Die Erde im Inneren des Grabes war schwarz gefärbt, was wie eine Ablagerung von Holzkohle aussah. Und der Rand des Lochs war von einem kreisförmigen Haufen Erde umgeben. Ich nahm an, dass Grabräuber oder vielleicht diejenigen, die den Mann gehasst hatten, seine Leiche vor langer Zeit entfernt hatten. Die Luft an diesem Ort begann mich stark zu beeinflussen. Jeder Atemzug nach innen war zackig und kalt und das Unbehagen war so groß, dass ich beschloss, genug gesehen zu haben. Als ich ein paar Fotos machte, um das Grab zu dokumentieren, bevor ich es verließ, brachte der Blitz meines Telefons etwas auf dem Boden in den scharfen Fokus. Bedeckt mit Erde und Schmutz lag ein Buch, das leicht aus dem Boden ragte. Ich pustete vorsichtig den Staub weg, hob es hoch und legte das Buch auf den behelfsmäßigen Grabstein. Der Einband war uralt und blätterte leicht ab, als ich mit der Hand darüber fuhr. Der dunkelrote Einband, bei dem ich nicht erkennen konnte, aus welchem Material er hergestellt worden war, zeugte von vergangenen Zeiten und von verlorenen, aber wichtigen Geschichten. Tief in mir drin wusste ich, dass ein solcher Gegenstand sorgfältig entfernt und von Gelehrten studiert werden sollte. Aber als Schriftsteller zwang mich meine Leidenschaft für eine Geschichte dazu nachzusehen, was er enthielt. Als ich es öffnete, war ich erstaunt. Dies war eine Chronik. Ein handgeschriebener Bericht über die Geschichte der Kirche, ihrer Gemeinde und des Hügels. Eine Momentaufnahme eines Volkes, das längst vergessen ist. Sie war in einem sprachlich verwirrenden Ton geschrieben, denn der Wortlaut schien eine Mischung aus altschottischem Englisch und Sätzen in einer mir unbekannten Sprache zu sein, von der ich annahm, dass sie keltischen oder gälischen Ursprungs war. Doch die Passagen in Altschottisch konnte ich bis zu einem gewissen Grad lesen. Was folgt, ist eine lose Erinnerung an das, was dort eingraviert worden war. Im 15. Jahrhundert kam eine Gruppe von Flüchtlingen in dieses Gebiet auf der Suche nach einem Ort, den sie Heimat nennen konnten. Die Täler, oder Glens, wie sie in Schottland genannt werden, waren zu dieser Zeit unbewohnt, ebenso wie ein seltsamer Hügel, der die Landschaft beherrschte. Die Menschen stammten aus einem Ort namens Dungorth und waren vor dem dortigen Gutsherrn geflohen, der zu jeder Zeit die Region beherrschte. Sie flohen vor seiner Verfolgung, denn er war ein brutaler und unbarmherziger Herrscher, der alle bestrafte, die nicht seinem Glauben folgten. Insgesamt zählten sie nur einige hundert, und während ihre Ältesten sich in den Glens niederlassen wollten, behauptete ein prominenter Priester unter ihnen, dass der Hügel zuerst besiedelt werden müsse, um das Land zu segnen und sicherzustellen, dass kein Unheil über ihre Gemeinschaft hereinbrechen würde. Ein Leuchtfeuer der Helligkeit, das einen Schatten des Schutzes auf alles unter ihn werfen würde. Einige misstrauten der Faszination des Mannes für diesen Ort, doch er war für seine Freundlichkeit bekannt und dafür, dass man seinem Urteil vertrauen konnte. Entmutigt begannen die Ältesten seinem Beispiel zu folgen, da es für die damalige Zeit typisch war, dass die Menschen gottesfürchtig waren. Dort an diesem abgelegenen und unheilvollen Berghang errichteten sie eine kleine Siedlung. Doch schon bald erkrankten einige der Siedler. Eine Krankheit, die man sich nicht erklären konnte und die oft in fiebrigem Wahnsinn endete. Der Priester machte dafür eine Reihe stehender Steine verantwortlich, die überall in den Hügeln verstreut waren. Überbleibsel einer zumindest für ihn alten und ketzerischen Religion. Unter seiner Aufsicht wurde beschlossen, dass das Volk eine Kirche bauen sollte. Mit dem Vorhandensein eines geweihten Bodens, so dachte man, würden die Auswirkungen dessen, was sich zuvor auf dem Hügel befunden hatte, ausgerottet werden. Doch sie irrten sich. Trotz ihrer Bemühungen wurde die Krankheit nur noch schlimmer. Und viele begannen zu vermuten, dass der Priester selbst mit den abscheulichen Kräften im Bunde stand. Einige der Ältesten erhoben sich gegen ihn, doch auf seinen Befehl hin ließen Mitglieder der Kirchengemeinde die Aufständischen hinrichten. Aus Angst um ihr Leben flohen viele der Siedler, die sich über den Priester und seine Anhänger empörten, in der Nacht und begleiteten die verbliebenen Ältesten in die tieferen Regionen. Die meisten schafften es, den Hügel zu verlassen, aber einige kehrten klagend und verängstigt zurück, weil sie glaubten, von ungewissen und unheimlichen Gestalten in den Wäldern verfolgt zu werden und nicht entkommen zu können.
Um ihr Leben zu retten, gelobten sie dem Priester und seiner Kirche ewige Treue. Der heilige Mann behauptete, Visionen vom Allmächtigen selbst zu erhalten und versicherte den Dorfbewohnern, dass sie alle gerettet werden würden, wenn sie seine ausdrücklichen Anweisungen befolgten. Jeden Abend versammelten sie sich in der Kirche, während der Priester seine Vision und seinen verdammten brodelnden Hass auf diejenigen, die das Dorf verlassen hatten, ausbreitete. Einigen wurde klar, dass er verrückt geworden war, aber inzwischen hatte der Mann eine strenge und brutale, loyale Anhängerschaft um sich geschart, die an jedem Wort und jeder Prophezeiung hing, sodass jede Rebellion mit Sicherheit gewalttätig, blutig und unsicher ausfallen würde. Viele sprachen von Träumen ohne Gestalt, geblendet von der Dunkelheit, und mehrere Familien wurden in ihren Häusern gefunden, erstickt in der Nacht. Der Priester beschuldigte diejenigen, die geflohen waren, und erzählte Geschichten darüber, wie sie die Quelle der Dunkelheit waren, die sein Volk verfolgte und es zu einem verzweifelten Ende verfluchte. Bitterkeit und Wut machten sich in der Gemeinde breit und einige Dorfbewohner wurden ausgewählt, um den Hügel hinabzusteigen und die Ältesten zurückzubringen, die dann gerichtet und notfalls geopfert werden sollten. Aber niemand konnte gehen. Egal wie sehr sie sich bemühten, die Kirche war groß und egal welchen Weg sie gingen, hinunter oder hinauf, sie kamen immer wieder dort an, wo sie begonnen hatten. Verwirrt und desorientiert. Die Krankheit breitete sich aus und die Wächter des Dorfes wurden einer nach dem anderen erwürgt und verstümmelt in den Straßen aufgefunden, wobei Zeugen behaupteten, seltsame Wesen gesehen zu haben, die sich nachts herumtrieben. In der Panik blieb den Überlebenden nichts anderes übrig, als sich an ihre Religion zu klammern, in der Hoffnung, dass die Kirche sie beschützen würde. Sie drängten sich unter dem Dach der Kirche zusammen, in großer Angst vor dem, was sich aus den Schatten draußen näherte. Hier ändert sich die Schrift deutlich. Sie wurde zackig, inbrünstig und ausgeprägter. Der Pfarrer selbst hatte den Chronisten der Stadt abgelöst, den er für unzureichend hielt. Es folgten mehrere Seiten, auf denen sich englische Worte mit etwas vermischten, das wie Latein aussah, und eine Reihe von ungewöhnlichen und unentzifferbaren Sprachen. Jede Seite war gefüllt mit Schmerz und Verachtung für diejenigen, die gegangen waren. Und dann hörten die Worte einfach auf. Als ich an diesem unheilvollen Ort stand, fuhr ich mit den Fingern über den Buchrücken und konnte deutlich sehen, dass die letzte Seite herausgerissen worden war. Was sie enthalten haben könnte, wusste ich nicht. Ich fühlte mich überwältigt von dem Bericht, den ich gerade gelesen hatte. Und eine sehr reale und spürbare Angst durchströmte meinen Körper. Mir kam der Gedanke, dass die Berichte über die Krankheit, die die Exilanten von Dungorth heimgesucht hatte, den Erfahrungen von John bemerkenswert ähnlich waren. Ich konnte mich des Zufalls nicht entwehren und begann zu vermuten, dass ihn tatsächlich etwas befallen hatte. Etwas Greifbares. Vielleicht eine Verunreinigung des Bodens, ein Gift vielleicht. Ich hatte von Methangaseinschlüssen in der Erde und im Meer gelesen, die viele Menschen getötet hatten, aber es war nicht ausgeschlossen, dass etwas Ähnliches, vielleicht in geringerer Dosis, tatsächlich Massenhalluzination, Krankheit oder sogar Wahnsinn verursacht haben könnte. Das war die plausibelste Erklärung, die mir einfiel. Doch warum war ich nicht betroffen? Vielleicht waren, wie es in der Chronik stand, einige Menschen immuner gegen den Schadstoff als andere. Meine Aufmerksamkeit richtete sich nun wieder auf das Grab, oder zumindest auf das, was davon übrig war. Ich fragte mich, was die Leute mit dem Leichnam des geliebten, aber gehassten Priesters gemacht hatten. Vorausgesetzt, der Vater war hier gemeint. Haben sie ihn an einen anderen Ort wieder bestattet? Vielleicht waren seine Anhänger besorgt, dass sein Grab vandalisiert werden könnte. Die Antwort wurde mir fast sofort klar. Sie hatten ihn in seinem Grab verbrannt. Unter der Kirche, die er erbaut hatte. Das Loch, in dem sein Leichnam lag, war nun auf ewig von den schwarzen Flecken des Rauchs und der Glut gezeichnet. Mich schauderte bei dem Gedanken, dass man ihn vielleicht noch bei lebendigem Leibe dort hinuntergeworfen und angezündet hatte. Die Luft wurde nun merklich kälter, aber das war nicht der Beginn meiner Tortur. Ich beugte mich vor und sah mir genauer an, was ich am Rande des Grabes sah.
Ich konnte es nicht fassen. Auf dem Rand des Lochs befand sich eine schwielige Signatur, die der frühere Kirchendiener hinterlassen hatte. In der Dunkelheit hatte ich sie wohl übersehen, aber jetzt war sie unverkennbar. Dort am Rand des Grabes war ein Handabdruck, geschwärzt und verbrannt wie von jemandem, der sich den Weg aus seiner ewigen und verlassenen Grube herauskrallt. Mein Atem strömte langsam aus meinem Mund und erstarrte in der eisigen Umgebung, während mein Herz bei der bloßen Vorstellung von dem, was aus diesem Loch im Boden aufgestiegen war, raste. Als die Luft noch kälter wurde, stand ich auf und machte mich auf den Weg zum Fuß der Treppe. Ich wusste, ich musste hier raus. Ich musste ins Sonnenlicht, ins Freie. In diesem Moment hörte ich es. Zuerst war es nur der Eindruck eines Geräusches. Dann wurde es deutlicher und nahm an Intensität und Klarheit zu. Etwas bewegte sich hinter mir. Menschen. Viele von ihnen strömten und klagten, schrien unisono um ihr Leben. Gesänge in der Dunkelheit, sowohl christlich als auch von etwas Älterem, einer stinkenden Religion, die man besser unter der Erde gelassen hätte. Als das Wehklagen des Elends anstieg, erhob sich eine einzelne Stimme aus der Kakophonie. Sie war ohrenbetäubend und schrecklich und sprach vom Ende der Tage, von Verrat und von ungehinderter Sünde. Die Stimme brüllte und schrie und verleugnete alle, die nicht auf sie hörten. Eine rachsüchtige Predigt von diesem steinernden Altar von oben. Ich kann die Angst, die ich empfand, nicht in Worte fassen. Allein in der klaren Dunkelheit einer entweihten Krypta, ohne einen anderen Ausweg als den nach oben und in den Kirchensaal, wo etwas Abscheuliches nun vergessene und schreckliche Zeiten wiedererlebte. Die Schreie wurden lauter, als das Hämmern und Scharren von Füßen auf die Treppe zueilte, auf die ich zuging. Der Schmerz in diesen Stimmen war so groß, dass ich erschrocken davonlief, als sie die alte Treppe zu mir hinunterflogen. Ohne nachzudenken sprang ich in das leere Grab hinunter, schaltete das Licht meines Telefons aus und kauerte mich zusammen, bis ins Innerste erschüttert von den quälenden Stimmen, die im Nebenzimmer gegen die Welt und gegeneinander schrien. Hass und völlige Verzweiflung über das Böse draußen und drin. Das Gebrüll der Qualen wurde immer lauter. Männer, Frauen und Kinder weinten und verfluchten einen Gott, von dem sie glaubten, dass er sie verlassen hatte. Anschuldigung, Verfolgung und das Zerreißen von Fleisch. Dann Stille. Ich klammerte mich an den Boden des verkohlten Grabes. Meine Fingernägel waren in den Boden reingegraben. Jegliche Skepsis gegenüber unsichtbaren und verborgenen Kräften war verflogen. Ich zitterte heftig in der kalten Trostlosigkeit und wartete mehrere Minuten, bevor ich das Licht meines Telefons wieder einschaltete. Ich spähte über den Rand des Grabes und zog mich lautlos auf den Boden zurück. Die Räume waren leer, bis auf die zerbrochenen Knochen und Schädel zahlloser Menschen, die von dem Bösen, das in diesem Hügel hauste, vernichtet worden waren. Schließlich nahm ich den Mut zusammen und mit zerrissenen Nerven und erschüttertem Glauben stieg ich langsam die Treppe hinauf, starr vor Angst bei dem Gedanken, was mich oben erwarten könnte. Aber es war mein einziger Ausweg. Und ich würde verdammt sein, wenn ich meine Tage so beenden wollte, wie die armen Menschen, die tief hier unten kauerten. Die Halle war leer. So leise wie möglich durchquerte ich den Raum, in dem Trümmer und Schutt verhandelt wurden. Schnell aber leise durchbrach ich die bedrückende Stille und trat schließlich durch die Tür ins Freie. Als ich aus der Kirche herauskam, sank ich auf die Knie und zitterte vor Angst, während ich versuchte, die ganzen Erfahrungen zu verarbeiten. Meine Gedanken flogen zurück zu dem, was in dem Grab gewesen war. Und noch wichtiger, wo es jetzt war. Dann wusste ich es. Ich rannte so schnell ich konnte durch die Büsche und das Gestrüpp und erreichte schnell den Pfad, ungehindert von dem, was den Siedler an der Flucht gehindert hatte, aber ich blieb nicht stehen. Halb voller Angst vor dem, was mich vielleicht verfolgte und halb in der Hoffnung, dass meine Instinkte falsch waren. Die Luft brannte in meinen Lungen, als ich den Pfad hinunterrannte und in wenigen Minuten war das hölzerne Tor in Sicht und ich war weg von diesem elenden Hügel, einem Ort, den ich nie wieder betreten würde.
Nicht für Geld, nicht für eine Geschichte, für rein gar nichts. Ich hätte bei diesem Gedanken einen Seufzer der Erleichterung ausgestoßen, aber daran war nicht zu denken. Ich musste so schnell wie möglich zum Gasthaus zurückkehren. Ich rannte weiter, so schnell ich konnte, kämpfte gegen die Erschöpfung und die Grenzen meines eigenen Körpers an. Und nach einer Weile über Feld und Hecke kam endlich das Gasthaus des Layard of Dungorth in Sicht. Ich taumelte auf das alte Gebäude zu und dann hörte ich es. Schreie der Qual, des Schreckens und der Bitte um Gnade. Ich wusste sofort, wo und von wem. Mit einem neuen Schub an Ausdauer setzte ich erneut zum Sprint an und stürmte durch die Türen in die Bar. Im Raum herrschte Stille. Die Dorfbewohner saßen da und starrten auf ihre Getränke, während der Wirt selbst regungslos dastand, den Blick auf den Boden gerichtet. Die Schreie aus den Zimmern darüber gingen weiter. Ich flehte und bettelte, dass mir jemand helfen möge, aber niemand wollte mir zuhören. Als ich merkte, dass ich alleine dastand, wollte ich die Treppe hinaufgehen, doch der Hausherr ging energisch dazwischen und zerrte mich zurück, wobei er seine Arme fest um meine Schultern schlang. »Lass ihn, mein Sohn, du kannst ihm nicht helfen«, schrie er, während zwei andere Männer versuchten, mich zurückzuhalten. Ich stieß meinen Ellbogen in den Magen des Vermieters und stürmte dann an den beiden Männern vorbei, wobei ich einen zu Boden stieß. Ich rannte die Treppe hinauf und folgte den furchtbaren Schreien direkt zu Johns Zimmer. Die Tür war verschlossen. Ich stieß mit der Schulter gegen die Tür immer und immer wieder und sie zerbrach und splitterte gegen meine Bemühungen. Bei jedem Schlag hörte ich als Antwort das verstümmelte Keuchen von etwas Unheimlichem im Inneren. Schließlich gab die Tür nach und ich ging hinein. Für einen Moment erblickte ich etwas, das wie ein Mensch aussah. Zumindest etwas, das einmal lebendig war. Es war geschwärzt und verbrannt und drehte den Kopf, als ob es mich anstarren wollte. Ich kann nicht sagen, ob es mich wirklich sah, denn es hatte keine nennenswerten Augen. In seinem Griff befand sich der zerknitterte und leblose Körper von John R. Dann drehte er sich um und schlängelte sich durch ein offenes Fenster, wobei es den Körper des armen Mannes hinter sich herschleppte. Sie waren beide verschwunden. Der Raum nahm ein flüchtiges und flüssiges Aussehen an. Ich weiß nicht, ob es die Anstrengung meiner Bemühungen war oder einfach nur die Nähe zu dieser grotesken Gestalt, aber eine Übelkeit überkam mich, sickerte durch meinen Magen und als ich das Bewusstsein verlor, schrie ich in Hilflosigkeit. Das war vor einigen Tagen. Es scheint, dass ich beim Zusammenbrechen mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen bin und mir dabei irgendwie das Bein verletzt habe. Der Dorfarzt, der mich untersuchte, verschrieb mir Antibiotika gegen eine angebliche Mageninfektion und ein Beruhigungsmittel, das meine Angst lindern sollte. Da ich sonst wenig zu tun hatte, habe ich alles, woran ich mich erinnern kann, zu Papier gebracht. Schließlich schreibt hier ein Schriftsteller. Gestern besuchte ich Johns Zimmer zum ersten Mal, seit er entführt worden war. Es war still und es fühlte sich so leer an, wie ich es noch nie erlebt hatte. Eine Abwesenheit von Leben ist das Beste, was ich beschreiben kann. Das Zimmer war durchwühlt, seine Habseligkeiten lagen noch immer auf dem Boden verstreut. Ich nahm an, dass niemand dort gewesen war. Der Gutsherr hatte wohl zu viel Angst. Und ich kann es ihm nicht verdenken. Als ich mich umdrehte, um das nun leere Zimmer zu verlassen, fiel mir ein Gegenstand auf, der nicht an seinen Platz gehörte. Auf Johns Bett lag ein verwelktes und fleckiges Stück Papier. Ich wusste, woher es stammte, ohne es überhaupt lesen zu müssen. Es war die letzte Seite der Chronik, der Bericht über diejenigen, die sich auf dem Hügel niedergelassen hatten. Auf dem zerknitterten und zerbrechlichen Papier war ein Labyrinth aus sich wiederholenden Sätzen in geheimnisvollen und vergessenen Sprachen zu lesen. Doch einer in englischer Sprache stach heraus. Er lautete schlicht und einfach: Niemand verlässt den Hügel. Ich weiß nicht mehr, was ich von all dem halten soll.
Ich fühle mich erschöpft, aber meine Gedanken kreisen noch immer um die letzten Tage, Stück für Stück. Ich fühle mich schuldig, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine bloße Anwesenheit auf dem Hügel das, was immer es war, hierher gebracht hat, um John zu holen. Warum hat es sonst so lange gewartet? Mein letzter Gedanke in dieser Angelegenheit ist, dass ich vielleicht einfach nur Glück hatte, dass ich den Hügel besucht habe, als dieses Ding noch nicht auf ihm war. Das war, was mir wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Wie auch immer die Dorfbewohner das erklären wollen, ich werde Johns Verschwinden melden, wenn ich in Glasgow ankomme, und die Polizei bitten, sich die Zahl der Bewohner anzusehen, die im Laufe der Jahre in dieser Gegend verschwunden sind. Ich denke, sie werden von der Zahl überrascht sein. Die Heimat scheint eine Million Meilen entfernt zu sein, aber ich weiß, dass ich bald dort sein werde. In meinem eigenen Bett, in einer anderen Welt, die weit von den Ereignissen der letzten Tage entfernt ist. Vielleicht werde ich dort in der Lage sein, diesen Wahnsinn einzuordnen. Ich hatte noch nie so viel Heimweh. Hoffentlich bin ich in ein paar Stunden da. Auch wenn der Bus aus dem Dorf sich gerade ein wenig verspätet.